Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, lieber Volker Kauder, sehr geehrter Herr Minister, lieber Gerd Müller, Exzellenzen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, Krisenbewältigung im Nahen Osten, Beitrag der Entwicklungspolitik. Als im Sommer letzten Jahres durch den syrischen Bürgerkrieg entstandene Fluchtwelle uns eigentlich, ich sag mal, überraschte, konnten wir eigentlich von Überraschung nicht reden dürfen. Weil die Entwicklung hat man eigentlich absehen müssen und wir in der Entwicklungspolitik schon gar. Weil Flucht gab es aus dieser Region schon länger. Und Flucht und Migration aus Afrika auch schon länger. Aufgeweckt haben uns auch Hunderte von Toten, auch Kinder an den Strand angeschwemmt im Mittelmeer. Aber, um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch die gab es schon vorher. Aber nun hatten sich dann durch den Bürgerkrieg, durch das fürchterliche Gemetzel des IS in Syrien und im Irak wesentlich mehr Menschen auf den Weg gemacht nach Europa. Wohin auch sonst? Wohin auch sonst würde man gehen, wenn man aus einem Elend heraus sich ein Ziel sucht, was erreichbar ist, nicht zu weit weg ist, nicht am anderen Ende der Welt ist und trotzdem alles das bietet, was man gerne hätte. Sicherheit, Frieden, Stabilität, alles das, was wir in diesen Ländern nicht haben. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir mal fragen, was können wir eigentlich tun? Was tun wir? Was haben wir getan? Und komischerweise ist seit dieser Flüchtlingskrise ein Politikbegriff ganz aktuell geworden, worum wir so seit Jahren gekämpft haben, wir Entwicklungspolitiker, nämlich das Thema Entwicklungspolitik an sich. Was hat denn die Entwicklungspolitik bisher getan auf der einen Seite? Und dann das zweite Wort, Fluchtursachen bekämpfen. Auch da sind wir als Entwicklungspolitiker gefragt. Wir sind gefragt im Bereich von der humanitären Hilfe bis zur aktuellen Situation. Aber dann müssen wir uns auch überlegen, was kommt danach? Was heißt es eigentlich, dann in einem solchen Land den Menschen wieder eine lebenswerte Zukunft aufzubauen, ihnen zu helfen, wieder ein funktionierendes staatliches System aufzubauen? Was kann Entwicklungspolitik tun? Was kann sie zurzeit tun? Was tun wir? Und was müssen wir künftig tun? Und alle diese Fragen, die sich da stellen und wahrscheinlich noch viele, viele mehr, haben wir gedacht, könnten wir mal in einer Klausur, in einem Seminar, in einer Veranstaltung mit Ihnen zusammen diskutieren. Weil Sie sind wichtig in dem Zusammenhang, weil Sie es auch leben. Sie leben es vor Ort, Sie leben es in Ihrem Arbeitsplatz, Sie leben es in Ihren Organisationen, Sie leben es in Familien, im Freundeskreis, Sie diskutieren es. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir mal auch aus politischer und fachpolitischer Sicht mal einen Blick auf das Problem an sich werfen. Wir haben uns hervorragende Gäste dazu eingeladen. Menschen, die den ganzen Tag mit Krisenbewältigung und das nicht nur im Amt, sondern tatsächlich mit Krisenbewältigung auch vor Ort beschäftigt sind. Und als obersten Vertreter natürlich der Entwicklungspolitik haben wir hier, und ich begrüße ihn ganz, ganz herzlich, nachdem ich aber nicht vergessen habe, Volker Kauder als Fraktionsvorsitzenden zu begrüßen, der ganz dicht an der Entwicklungspolitik ist, dankenswerterweise. Dafür danken wir dir und ich freue mich, dass du unser Grußwort hältst, lieber Volker. Herzlich willkommen. Gerd Müller brauche ich Ihnen wahrscheinlich, die Sie interessiert sind, gar nicht vorstellen. Entwicklungspolitik, das ist sein Feld. Er ist unser Entwicklungsminister und er ist derjenige, der schon viel, viel früher das Thema Flucht, Vertreibung, Migration als Politikfeld, als Arbeitsfeld erkannt hat. Und nicht umsonst sind auch die Sonderinitiativen im Haushalt entstanden. Eine davon heißt Fluchtursachen bekämpfen. Und deshalb freue ich mich, lieber Gerd, dass du hier bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
du, der, dessen Haus die Flüchtlingskrise eigentlich bewältigen muss, dass du Zeit hast, hier bei uns zu sein. Vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen. Als Vertreter der Europäischen Kommission begrüße ich ganz herzlich Klaus Rudeschauser aus der Generaldirektion für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung. Leider konnte Herr Kommissar Johannes Hahn, zwar hat er zugesagt, aber kurzfristig bei den EU-Türkei-Verhandlungen stattfinden. Und ich sage mal, wenn was wichtig ist, dann sind es zurzeit die EU-Türkei-Verhandlungen. Nicht, weil unsere Veranstaltung hier nicht wichtig wäre, aber er hat die Priorität so gesetzt. Deshalb vielen Dank, lieber Herr Rudeschauser, dass Sie gekommen sind, dass Sie eingesprungen sind. Aber mit Ihnen, weiß ich, haben wir einen echten Experten, vor allen Dingen, wenn es um das Verhältnis EU-Deutschland und Entwicklungspolitik geht. Herzlich willkommen bei uns. Danke, dass Sie da sind. Mindestens ebenso herzlich, aber begrüße ich Herrn Kilian Kleinschmidt. Kilian Kleinschmidt, wer sich die Vita von Kilian Kleinschmidt mal anschaut, wir haben eben gesagt, er ist überall da, wo es brennt. Nun ist er heute in Berlin. Ich hoffe nicht, dass das was zu sagen hat. Aber ich kann mal die lange Liste seiner internationalen Einsätze mal vorlesen. Mali, Sudan, Kongo, Somalia, Bosnien, Pakistan, und ich sage Ihnen, das ist eine unvollständige Aufzählung. Er war Leiter des UNHCR für das große Flüchtlingslager in Zatari in Jordanien von 2013 bis 2014. Und ich finde, aus der Praxis, für die Praxis, einen besseren konnten wir nicht kriegen. Schön, dass Sie da sind, Herr Kleinschmidt. Danke, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns. Vergessen will ich natürlich nicht die wichtigen Menschen in unserer Fraktion, die mit Entwicklungspolitik zu tun haben. Das ist auf der einen Seite meine geschätzte Kollegin, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Sabine Weiß. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses wichtige Thema. Danke bei dieser Gelegenheit für deine Unterstützung im Bereich unseres Politikfeldes. Und natürlich brauche ich nicht vorzustellen, unsere Ausschussvorsitzende, die Ausschussvorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dagmar Wörl. Dagmar Wörl ist unschlagbar, wenn es darum geht, Stimmungen aufzunehmen, zu wissen, wie man auch lange Dinge mal kurz zusammenfasst. Deshalb wird sie das Schlusswort übernehmen, den Schlusskommentar. Vielen Dank, Dagmar, dass du da bist. Eine gute alte Bekannte, erstens bei den Veranstaltungen der CDU-CSU-Fraktion, aber auch im Bereich der Entwicklungspolitik, ist unsere Moderatorin, nämlich Frau Tanja Samrotzki. Sie ist freiberufliche Journalistin aus Berlin und ich begrüße sie sehr, sehr herzlich und sie wird das ganz professionell machen, das weiß ich. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben als CDU-CSU-Arbeitsgruppe im Bereich der Entwicklungspolitik kürzlich einen Antrag auch verabschiedet, auch im Plenum diskutiert. Der heißt Fluchtursachen bekämpfen, Aufnahmestaaten um Syrien sowie Libyen entwicklungspolitisch stärken. Und wir haben ein Positionspapier unserer Fraktion, das heißt Fluchtursachen bekämpfen. Und es spannt den Bogen von Stabilität bis zu Migration, alles, was sich dazwischen bewegt und alles, was das Thema Entwicklungspolitik ausmacht. Ich habe Ihnen unsere Panelisten, unsere Menschen vorgestellt, die alle Ahnung haben von einem wichtigen Thema, ein Thema, was uns jetzt berührt, aber es berührt auch unseren Fraktionsvorsitzenden. Volker, ich weiß, es ist dir ein Anliegen. Ich bin froh, dass du da bist und übergebe dir jetzt das Wort. Liebe Sibylle Pfeiffer, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Entwicklungspolitiker, und ich habe meine Aufgabe im Deutschen Bundestag vor 25 Jahren
als Mitglied im damaligen Entwicklungshilfeausschuss begonnen, sind immer dort gefragt, wo es schwierig ist oder die Lage hoffnungslos zu sein scheint. Dann erinnert man sich daran, da gibt es doch noch welche, die könnten sich doch mal intensiv um dieses oder jenes Thema zu kümmern. Ich weiß aber, dass die Entwicklungspolitiker Jahr aus Jahr ein sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir mit begrenzten Mitteln diese unglaublich große Aufgabe anpacken? Und wie können wir vor allem die Mittel so einsetzen, dass sie tatsächlich etwas bewirken? Und bewirken heißt, Menschen Hoffnung und Perspektive zu geben. Und auch wenn wir den Eindruck haben, dass im Augenblick die Situation besonders bedrängend und schwierig ist, war es schon immer so, dass Entwicklungshilfepolitiker sich in Gebiete vorwagen mussten, wo es eben nicht besonders einfach war, sowohl in den Regionen als auch mit den Menschen, mit denen man es zu tun hatte. Heute haben wir in vielen Regionen eine besondere Situation. Hilfe ist oft nur dann möglich, wenn vorher oder begleitend Menschen dafür gesorgt haben, dass zumindest so viel Sicherheit besteht, dass man auch mit den zivilen Kräften in diese Region kann. Und deswegen freue ich mich sehr, es ist ein Zufall, aber freue ich mich sehr, dass so viele Soldatinnen und Soldaten heute hier sind, an diesem Kongress teilnehmen, im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme und uns Gelegenheit geben, Ihnen einen herzlichen Dank sagen für Ihre Arbeit, die Sie in diesen Krisenregionen leisten. Und vor allem unsere Bundeswehr hat einen hervorragenden Ruf. Während Entwicklungshilfepolitiker, NGOs oft die Meinung vertreten, dort wo das Militär ist, können wir nicht hin, weil dann die Menschen sich Sorgen machen. Es mag durchaus sein, aber die Bundeswehr wird überall begrüßt, wenn sie da ist, weil sie eine exzellente Arbeit macht. Herzlichen Dank dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Entwicklungspolitik steht vor einer ganz neuen Herausforderung, nämlich aktuelle Situationen aufzugreifen, nach der ersten Nothilfe Perspektiven zu entwickeln, und zwar für Menschen, die oft Hilfe dort bedürfen, wo sie gar nicht zu Hause sind, wo sie gar nicht beheimatet sind. Und dort Perspektiven zu entwickeln, ist besonders schwierig. Ich habe allen Grund, unserem Entwicklungshilfeminister besonders dankbar zu sein, der eben nicht einfach weitergemacht hat, so nach dem Motto, wir setzen das fort, was wir schon immer gemacht haben, sondern der punktgenau auf Herausforderungen reagiert hat, mit neuen Modellen, mit neuen Projekten, und der auch den Bundesfinanzminister davon überzeugen konnte, wir haben mitgeholfen, den Bundesfinanzminister überzeugen konnte, dass alle Hilfe nicht ohne auch finanzielle Unterstützung geht. Jetzt weiß ich ja, dass der Gerd Müller immer noch der Meinung ist, dass er viel zu wenig hat. Das kann ich auch verstehen. Er wäre ja auch, ja klar, dürfen Sie ruhig klatschen. Es wäre ja auch total falsch, wenn er sagen würde, ich habe so viel Geld, dass ich hundertprozentig zufrieden bin. Man muss aber auch sehen, dass wir wirklich als Deutschland unglaublich viel leisten und dass wir vor allem eins sind, präzise und unsere Zusagen einhalten. All das, was vereinbart worden ist, was als Geld fließen soll, kann man sagen, das ist nicht einmal eine Handvoll
von all den Ländern, die gesagt haben, dass sie Geld geben, die es bisher zur Verfügung gestellt haben. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ich habe alle Länder im Orient, um es mal so zu formulieren, besucht. War natürlich auch in Sattari, das sich ja fast schon zu einem entwicklungspolitischen, touristischen Ereignis entwickelt hat. Aber ich habe die dort besucht und dort kann man eine Sorge feststellen, dass die Menschen sich fragen in den Lagern, werde ich auch dauerhaft gut versorgt? Haben meine Kinder ein Minimum an Schulausbildung? Und wenn das nicht gewährleistet ist, müssen wir uns überlegen, doch ins Laufen zu kommen. Und deswegen, Fluchtursachen bekämpfen heißt nicht nur jetzt in den Regionen, in den Ländern etwas zu unternehmen, sondern auch Flüchtende an einem Ort einmal zu stabilisieren, damit sie nicht ständig weiter auf der Flucht sind. Und das wird eben nur gelingen, wenn wir unsere Zusagen einhalten und den Menschen dort auch Perspektiven bieten und ihnen die Möglichkeit geben, die Zeit, wo sie in diesen Flüchtlingseinrichtungen sein müssen, auch sinnvoll nutzen zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie alle wissen, wenn wir sagen, Fluchtursachen bekämpfen durch entwicklungspolitische Maßnahmen, wird dies nicht dazu führen, dass, wie wenn man einen Schalter umlegt, von heute auf morgen eine ganz andere Situation entsteht. Aber wir müssen jetzt beginnen, damit wir nicht irgendwann mal sagen, wir haben es zwar gewusst, aber wir haben zu wenig unternommen. Und eine der zentralen Herausforderungen sehe ich darin, auch auf meinen vielen Reisen immer wieder ist mir das begegnet, dass junge Menschen sagen, wir haben jetzt zwar eine Ausbildung machen können, dank auch vieler Einrichtungen, die wir unterstützen, aber was nützt mir? Ich habe mit meiner Ausbildung keine Chance, etwas in diesem Land, wo ich jetzt lebe, zu unternehmen. Ich kann nicht einmal Obstverkäufer werden, obwohl ich in Casablanca ein akademisches Studium absolviert habe. Und das sind die Herausforderungen, auf die wir reagieren müssen. Damit nicht gerade junge Menschen sagen, es macht doch gar keinen Sinn, eine entsprechende Ausbildung zu machen, weil es uns danach nicht weiterbringt. Und wir wissen auch aus Erfahrung, dass für solche Überlegungen vor allem junge Männer anfällig sind. Junge Frauen denken da ein bisschen anders, aber wenn die jungen Männer sehen, dass das, was sie da vorhaben, nachher nicht zum Erfolg führt, kommen sie auf andere Gedanken. Und deshalb ist es zwingend notwendig, dass wir Perspektiven dafür entwickeln. Ich sage den Entwicklungspolitikerinnen und Politikern einen herzlichen Dank dir, Sibylle. Ich weiß, dass du es auch nicht immer einfach hast, wenn es darum geht, deine Anliegen vorzutragen und auch Verständnis zu finden. Aber ich glaube, sagen zu können, wenn ich an die Fraktion, mit der Fraktion spreche hier in diesem Sitzungssaal, dass sich seit der Flüchtlingsbewegung, die bei uns angekommen ist, bei vielen, vielen Kolleginnen sich ein neues Bild, eine neue Perspektive für die Notwendigkeit der Entwicklungshilfe herausgebildet hat. Dafür bin ich außerordentlich dankbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie heute gekommen sind und mit uns den Dialog suchen. Und ich danke allen, die überall in diesen Krisengebieten unterwegs sind und möchte diesen Kongress natürlich auch nutzen, um nur einen kurzen Augenblick an den zu erinnern, der uns so viel vorgemacht hat und der auch in diesem Sitzungssaal uns immer wieder mal berichtet hat, Rupert Neudeck, der jetzt erst gestorben ist. Und wir können nur sagen, für ihn gilt der Satz hundertprozentig. Er wird uns fehlen und das Fehlen ist für uns und für viele Menschen in bedrohten Regionen ein großer Verlust. Aber wir sind dankbar, dass wir ihn in dieser Aufgabe haben durften. Herzlichen Dank und jetzt
gebe ich dem Minister das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Volker. Auch ich denke an Robert Neudeck, ich saß bei ihm bei der Kartoffelsuppe und er war ein so ein eindrucksvoller Mensch, weil für ihn stand der Mensch im Mittelpunkt. Egal wie er aussah, wo er herkam, sondern das war sein Lebenswerk. Ich finde es schön, dass du ihn an ihn jetzt hier erinnerst. Liebe Sibylle, liebe Podiumsteilnehmer, liebe Gäste, eindrucksvoll und danke, dass Sie da sind. Das ist die dritte Veranstaltung, die diese Fraktion mit diesem Thema macht, zu diesem Thema mit den humanitären Organisationen. Und ich erinnere mich ganz eindrucksvoll, weil mich das weiter beschäftigt in unserer Arbeit natürlich, das Schicksal der Jesidinnen, das du aufgegriffen hast. Ich möchte nur ein paar Impulse geben, dass man ist verleitet, dann den Gesamtansatz zu diskutieren. Aber ich möchte schon sagen, angesichts vieler Freunde, darf ich sagen, als Obergefreiter der Reserve, es gibt, Sie können dann mal nachschauen, wer das ist, 3 Obergefreite der Reserve im Bundeskabinett, noch 3, die gedient haben. Und der Rest redet natürlich auch mit, aber... Ich habe es immerhin zum Oberfähnrich gebracht. Okay, perfekt. Und ich sage an der Stelle, Krisen und Kriege haben Ursachen. Der Primat des Zivilen. Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik. Krisen und Kriege verhindern. Dieses Element müssen wir ganz wesentlich stärken. Wir könnten über den Irak sprechen. Sie, die Fachleute, wissen das alle, was die Ursachen des jetzigen Desasters von IS und was nach dem Abzug der Amerikaner an Stabilisierung und an Aufbau von neuen politischen Strukturen nicht gemacht wurde, welche Fehler und welche Zeche, welchen Preis wir jetzt dafür zahlen. Wir könnten über Syrien sprechen. Da möchte ich nur einen Aspekt erwähnen, neben vielen anderen. Ich möchte nicht vereinfachen, aber der eine Aspekt, der etwas untergeht. Syrien hat zwischen 2005 und 2011 die schwerste Dürre und daraus folgend Hungerkatastrophe der letzten 100 Jahre erlebt. Hunger, Elend, Not ist eine der Grundursachen, aus denen sich dann Krisen, Kriege, auch Bürgerkriege, nicht nur in Syrien, dort waren natürlich andere Aspekte und Gründe mitentscheidend, aber ergeben. Aber das ist eine auch der Hauptursachen. Wer nichts zu essen hat für das Morgen, der ist auch bereit, seinen Nachbarn zu ermorden. Und das erleben wir natürlich, die Entwicklungspolitikerinnen und Entwicklungspolitiker, an vielen Krisenherden. Und deshalb ist der Hunger, Elend, Not eine der Ursachen, wo wir vorausschauend ansetzen müssen. Ich nenne das Stichwort El Niño, Äthiopien, was sich hier an Dramatik anbahnt. Also Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik. Wir müssen mehr in Prävention, vorausschauende Verhinderung von Krisen und Kriegen investieren. Ich möchte aber zu Syrien und Irak, weil das ja das Thema ist, ein paar konkrete Ausführungen machen. Dies ist sicherlich die größte humanitäre Katastrophe, zumindest seit ich das politische Geschäft verfolge. Dessen müssen wir uns im Klaren sein. Und was dieser Tage passiert, das humanitäre Völkerrecht, der Präsident des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes hat mir vor kurzem einige Dinge erzählt. Er nimmt ja öffentlich nicht Stellung, Gott sei Dank. Er kommt in jedes Gefängnis deshalb und hat Zugang zu allen Strukturen. Was dort im Augenblick passiert an Aushungern, Einschluss von großen Städten, Aushungern von Menschen, von Kindern, es sind Zehntausende eingeschlossen und es sind Millionen auf unsere Hilfe, auf die humanitäre Hilfe angewiesen, natürlich auch auf militärische Hilfe. Ich will das hier nur mal an dem Beispiel sagen. Wir ziehen uns da natürlich ein Stück weit zurück. Die deutsche Bundeswehr hat einen klaren Auftrag. Wir haben zur Unterstützung der Peschmerga uns zu einer Verantwortung bekannt. Aber ich sage das hier auch ganz bewusst, weil wir ja nachher diskutieren und dann darf ich da auch ein paar Punkte ansprechen.
Wenn wir über die Türkei und deren Präsidenten, der ein oder andere, so den Stab brechen, dann müssen wir diese Situation sehen. 700 Kilometer Grenze zu Syrien, Raketeneinschläge auf der türkischen Seite, der Einschluss von Fallujah, Raqqa und andere, wo Hunderttausende auf Hilfe warten, auf Befreiung. Wir sind eine humanitäre Großmacht und wir kommen dieser Verpflichtung nach. Und wir halten Wort, und das möchte ich an der Stelle sagen, wir halten Wort. Die Kanzlerin geht voran in der Frage, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Ich war mit ihr sowohl in London wie jetzt in Istanbul. Die deutschen Zusagen, wir haben die Hilfen konkretisiert und innerhalb der letzten 2 Jahre verdreifacht, was Syrien und Irak anbetrifft. Ich beziehe da den Libanon und Jordanien mit ein und die Türkei, weil das die Gesamtregion stabilisiert werden muss. Es geht zunächst um Überlebenssicherung für die Menschen. Und es war sicherlich rückblickend ein Skandal, dass World Food Programm und andere Organisationen im vergangenen Jahr die Babyflaschen nicht mehr füllen konnten, weil die Europäer, Herr Rudischhauser, ich will Sie nicht ins Kreuzfeuer nehmen, die Europäische Staatengemeinschaft und die Weltgemeinschaft nicht einmal an dieser Stelle humanitäre Solidarität gezeigt hat. Und es ist keine Entwarnung. Wir haben die Programme auch für 2016 nicht durchfinanziert. Die Kanzlerin hat die Vorgabe gemacht, dem Außenminister und mir, wir finanzieren 50% der Mittel für den Syrien- und Irak-Bereich, was den humanitären Bereich anbetrifft. Wir sind damit der größte bilaterale Geber. Die Mittel müssen eingelöst werden. Ich habe das in Istanbul noch einmal ganz deutlich gesagt. Die London-Zusagen sind bis heute nicht einmal zu einem Drittel umgesetzt. Und wir gehen in Richtung Mitte dieses Jahres. Also das ist das Mindeste, was Länder wie Frankreich, die USA, Russland, aber auch die arabischen Staaten tun können, um ihren Beitrag zu leisten. Und wir müssen, das sage ich zweitens, vor Ort handeln. Lieber Volker, das setzt sich jetzt bei uns auch durch. Ich habe gestern an anderer Stelle gesagt, wir Entwicklungspolitiker sind nicht gescheiter. Wir haben nur ein Stück weit mehr, die Bundeswehrfreunde würden sagen, Fronterfahrung. Ja, wenn man vor Ort in die Gesichter schaut und in den Krisenregionen natürlich war, dann nimmt man Erfahrungen und Erkenntnisse mit. Ich berichte aus Dohuk. 850.000 Flüchtlinge seit 4,5, 5 Jahren um eine Stadt, die so groß ist wie München, mit 1,4 Millionen Einwohnern. Eines der großen Camps sind die Jesiden und Jesidinnen, aber der Großteil lebt nicht einmal in Camps, sondern in dürftigsten Strukturen, in Ziegenställen, Garagen, Kellern und sonst wo. Ich frage die Leute, wenn ich 10 frage, sagen wir 10 Frauen, Männer, Familien, wir wollen hierbleiben, es ist unsere Heimat. Wir wollen nicht nach Deutschland, Italien. Wir wollen hierbleiben, aber nach 4 Jahren im Dreck, auf dem Acker, im Keller, muss es eine Perspektive geben. Und die eine Perspektive wäre, und da setzen wir jetzt an, sie zurückzuführen in befreite Gebiete. Das ist möglich in bestimmten Bereichen des Nordiraks und des Iraks. Und hier müssen wir ansetzen. Cash for Work mit 200 Millionen, Volker, Sibylle, reden wir nicht. Wir bauen bereits Wohnungen, Straßen, nicht wir, sondern die Flüchtlinge bauen selber. So wie das nach dem Krieg in Berlin auch gemacht wurde. Die nehmen selber die Schaufel in die Hand. Der Herr Kleinschmidt, der für uns auch jetzt ein Stück im BMZ uns praktisch vor Ort berät, selber den Wiederaufbau zu leisten. 90% sind noch vor Ort und sie wollen vor Ort bleiben. 200 Millionen reichen natürlich nicht. Aber ich habe gesagt, das hilft nichts, lamentieren. Wir zeigen, dass es geht, dass es funktioniert. Und dann komme ich wieder zum Finanzminister und zum Volker und sage, ich brauche noch mal eine Milliarde. Milliarde, ja, nicht Millionen. Und wir Europäer müssen hier mehr investieren.
Wir erzielen mit einem Euro den 30-fachen Effekt und das muss ich sagen, damit es der Finanzminister, die Länderministerpräsidenten hören, 1 Million Flüchtlinge in Deutschland kosten 20 Milliarden plus, 20 Milliarden pro Jahr steigend. Wir können mit 300 Euro, der Kleinschmidt kann das bestätigen, mit 300 Euro können wir nicht, sondern machen wir, bauen wir befestigte Zelte und ernähren einen Flüchtling, ein Jahr. Wir führen mit 1.000 Euro einen Flüchtling zurück und bauen Unterkünfte in Eigenregie plus Ernährung. Ein Flüchtling mit eigenem Wohnung, 1.000er. Das ist der 30- bis 50-fache Effekt, den wir dort erzielen im Verhältnis zu den Kosten hier. Wir schaffen Perspektiven vor Ort. Das heißt, nach der Nothilfe, der Babyflasche und dem Versorgungspaket geht es darum, 50% sind Kinder und Jugendliche von den 8 Millionen in und um Syrien, in Jordanien und in den Nachbarregionen sind Kinder und Jugendliche. Es ist 1 Million oder noch mehr Kinder, Babys geboren worden, die letzten 5 Jahre. Und für diese haben wir jetzt die Staatengemeinschaft, die Organisationen für 50% Ausbildungs geschaffen. Wir brauchen 100%. Wir brauchen Arbeit für diese Kinder, Jugendlichen und da setzen wir ganz konkret an. Wir liefern Ergebnisse mit dem Geld, das ist ganz wichtig. Ein Land wie Jordanien, der Libanon würde in die Knie gehen, wenn wir nicht ganz stark mit anderen Ländern ganz praktische Dinge leisten. Schauen Sie, wenn ich Mafraq denke oder in Jordanien, die Stadt, die ich besucht habe, 50.000 Einwohner, 50.000 Flüchtlinge. Da fällt Abfall an, Abwasser, Wasser, die gesamte Infrastruktur, das können wir leisten. Und ich freue mich sehr, lieber Volker, ich habe heute parallel laufen einen Habitat-Kongress mit Kommunalpolitikern Deutschland und international. Wir bauen auf Länder und bin bei der Europaministerkonferenz morgen. Wir bauen auf Kommunalpartnerschaften, Abfallbeseitigung, Abwasser in Flüchtlingsstädten, in Regionen, die gesamte Infrastruktur, Krankenhäuser, Gesundheitsversorgung, das können am besten unsere Kommunen. Und deshalb brauche ich die kommunalen Betriebe, die Städte, die mit uns hinausgehen nach Erbil, nach Dohuk, nach Tigrit und dort ihr Know-how mit einbringen und mit uns den Wiederaufbau dort einleiten. Wiederaufbau heißt auch Rückkehr. Rückkehr für Menschen, die hier in Deutschland sind. Auch diese Option müssen wir jetzt aufzeigen. So wie damals nach dem Jugoslawienkrieg, nach 1, 2, 3 Jahren dort, wo es möglich ist, auch zurückführen. Und Schlusspunkt, wir brauchen ein Gesamtkonzept, aus diesen Krisen Schlüsse zu ziehen. Dazu werde ich am Montag mit der Verteidigungsministerin, liebe Dienstgrade hier, ein Konzept zum vernetzten Ansatz diskutieren und vorlegen, Entwicklungspolitik in ganz neuer Dimension zu gestalten. Und dazu brauchen wir ein europäisches Gesamtkonzept, Herr Rudischhauser. Die Nachbarschaftspolitik, bin bekannt, dass ich die Themen klar benenne, auch wenn es in Brüssel dann funkt. Die europäische Nachbarschaftspolitik ist gescheitert. Ich meine, was den Balkan anbetrifft, 15 Jahre Kläranlagen zu bauen, die nicht ans Netz gehen, den Menschen keine Perspektive an Arbeit, an Zukunft zu bieten. Wir haben aber auch das Positivbeispiel der europäischen Osterweiterung. Das ist das Modell. Wir bieten Geld für Standards, die die umsetzen. Und dieses Modell müssen wir jetzt auf ein Mittelmeerkonzept, Nordafrika, Mittlerer Nahe Osten, daran arbeite ich, umsetzen. Das heißt, die Mittelmeerregion und Afrika als Partnerkontinent zu verstehen. Aber aus deutscher Sicht ist die erste und drängendste Notwendigkeit, der erste Schritt, die Mittelmeerregion zu stabilisieren in einer neuen Wirtschaftspartnerschaft. Entwicklungspolitik zur Wirtschaftskooperation dort zu machen.
Am Freitag werde ich, damit Sie sehen, wie konkret wir das machen. Ich wurde zwar vom Auswärtigen Amt gebeten, das zu prüfen oder gegebenenfalls abzusagen, weil natürlich untragbar ist, dass Adenauer Stiftung und andere in Ägypten nicht mehr. Aber wir installieren dort eine Zusammenarbeit zur Stabilisierung, zum Aufbau der beruflichen Bildung. Ägypten hat 25 Millionen Jugendliche, zwischen 15 und 25, davon sind 2/3 arbeitslos und ohne Ausbildung. Und wenn wir hier nicht investieren in Stabilisierung dieser Region und es uns nicht gelingt, eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie die Osterweiterung in den nächsten 10 Jahren umzusetzen, dann werden Millionen über das Meer kommen zu uns. Und lieber Herr Rudischhauser, das ist die Aufgabe Brüssels. Jetzt in neuer Qualität neue Antworten und mit neuem Mut ein Mehr und eine andere europäische Solidarität zu praktizieren. Wir stehen da an Ihrer Seite, denn Deutschland allein kann die Probleme nicht bewältigen. Aber dies macht Mut. Wir gehen auf alle Fälle voran, finanziell in der Hilfe, aber auch strukturell und mit den Konzepten. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir. Herr Minister, Sie haben uns gerade gezeigt, kein Land allein kann die Welt retten. 28 können es vielleicht auch nicht, aber die Chancen stehen auf jeden Fall besser. Umso mehr dürfen wir gespannt sein auf die europäische Perspektive, die uns jetzt Klaus Rudischhauser aufzeigen wird. Er ist gebürtiger Schwabe, das werden Sie womöglich hören. Und er betont, dass er als Beamter der EU selbstverständlich loyal gegenüber Brüssel ist. Aber ihm ist eben auch wichtig, wie in seiner Heimat, wie hier in Deutschland über Brüssel gedacht wird. Und da gelte es immer wieder Missverständnisse aufzulösen. Ein bisschen war das ja vielleicht gerade schon spürbar. Auch deshalb hat Klaus Rudischhauser schon mehrfach Sitzungen des Entwicklungsausschusses des Bundestages besucht und beehrt uns eben auch heute. Schön, dass Sie da sind. Wir sind gespannt, Herr Rudischhauser. Ja, vielen Dank, Herr Minister, Fraktionsvorsitzender, liebe Gäste. Zunächst den großen Dank, dass Sie jemanden aus Brüssel eingeladen haben. Es ist natürlich schade, dass Kommissar Hahn nicht kommen konnte. Aber ich habe das trotzdem sehr gern angenommen, zu versuchen, wenigstens ein bisschen was zu sagen zu dem Thema. Genau aus dem Grund, den die Moderatorin gerade gesagt hat. Ich stehe natürlich seit über 30 Jahren in der Wechselbeziehung, einerseits Deutscher zu sein und andererseits eben Brüsseler Politik verantworten zu müssen. Und es ist mir auch außerordentlich wichtig. Und zwar aus einem Grund. Erstens ist das Thema sowieso wichtig, das ist gar keine Frage. Aber was mir eben wichtig ist, ist einfach auch, dass wir in den ganzen Diskussionen, in den ganzen Herausforderungen die Bürger nicht verlieren. Und im Moment haben wir in Europa ein sehr schnell wachsendes Euroskeptizismus in vielen Ländern, aber auch in Deutschland. Und es ist wirklich wichtig, wenn es auch nicht einfach ist, trotzdem zu erklären, dass nicht alles schlecht ist an Europa. Es ist sowieso ein großes Problem, was wir haben. Es sagen immer alle leicht Europa und die Bürger verstehen dann Brüssel. Das heißt, wenn die Staatschefs sich nicht einig sind, ist Europa schuld. Aber gedacht wird dann sehr häufig Brüssel. Und das ist ein großes Problem, mit dem wir tagtäglich zu kämpfen haben. Darum ist es umso wichtiger, dass wir versuchen, in diesen Debatten auch wirklich präsent zu sein. Ich will nur ein paar Bemerkungen machen zu 5 Themen. Natürlich hat der Herr Minister schon sehr viel zu den wirklich konkreten Herausforderungen gesagt. Und ich muss auch ausdrücklich sagen, er ist auch in Brüssel sehr deutlich und macht seine Punkte im Entwicklungsministerrat sozusagen in jeder Sitzung. Und ich kann ihn aber auch bestätigen, das zeigt auch Wirkung. Sie werden es daran sehen, dass die Kommission noch vor dem Europäischen Rat eine Mitteilung herausbringt über alles, was wir bisher in der Flüchtlingsfrage im Außenbereich gemacht haben, und eine ganze Reihe von neuen Vorschlägen machen für den Europäischen Rat in 3 Wochen. Da arbeiten die Kollegen gerade in diesen Stunden dran. Ich komme nachher noch mal kurz darauf zurück. Ich will deshalb ein bisschen was zum größeren Rahmen dieser Debatte sagen, ein bisschen was zur Rolle der EU, die ja schon angesprochen wurde, einschließlich auch der Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben und über die man auch sprechen muss.
Dann natürlich ein bisschen einige Bemerkungen zu der speziellen Frage Syrien und Nahosten, das ist klar. Ich würde aber gern auch noch ein bisschen eingehen auf das, was der Minister schon angesprochen hat, nämlich Afrika, weil wir uns nicht der Frage verschließen können, dass das Thema Afrika im Moment zwar ein bisschen verdeckt wird durch die Syrien-Krise, aber nur ein bisschen und hoffentlich auch nur eine begrenzte Zeit, aber es wird nicht weggehen. Und deshalb möchte ich gerne noch ein paar Worte auch dazu sagen. Also zunächst ein bisschen was zu dem größeren Rahmen. Nur drei Beispiele. Das eine ist, die Grenzen zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe verwischen sich derzeit. Und das führt zu ganz neuen Herausforderungen. Ich bin sicher, dass Herr Kleinschmidt dazu einiges sagen wird. Und dafür sind sowohl die Organisationen, die Verwaltungen und die bilateralen Agenturen in den Mitgliedstaaten nicht wirklich vorbereitet. Und wir kämpfen auch damit, dass diese Grenzen sich verschieben. Das führt zu weitreichenden Änderungen darin, wie wir in Zukunft humanitäre Hilfe und wie wir auch Entwicklungshilfe tatsächlich gemeinsam zur Wirkung bringen können. Zweites Beispiel, es ist leider so, dass Syrien nicht die einzige Krise ist. Es ist sicher so, dass die EU in allen Krisengebieten präsent ist. Wir sind in allen Krisengebieten überall weltweit. Das macht nur die EU und das sollte man der EU auch mal anrechnen. Es gibt nämlich keinen anderen Geber, kein anderes Land der Welt, was in allen Krisengebieten anwesend ist. Und es gilt für uns, dass wir natürlich in Afghanistan, im Jemen, im Irak, in Somalia, in der Sahelzone tätig sind, dass wir die letzten 2 Jahre allein auch die Ebola-Krise weitgehend schultern mussten, jetzt El Niño. Und El Niño ist leider nicht nur Äthiopien, das wäre ja noch in Ordnung. Äthiopien ist ganz Ostafrika und bis zum Teil der Sahel. Das muss man auch mal dazu sagen. Und ein dritter Punkt, ich will jetzt auch jetzt im Moment gar nicht zur Begrenzung der Mittel sagen, ich komme später nochmal drauf zurück. Ein dritter wichtiger Punkt ist, den wir bei der Bewältigung dieser Krisen und auch überhaupt in der Entwicklungshilfe, den wir irgendwie bewältigen müssen, ist, dass die Sicherheitslage immer schlechter wird und in immer mehr Gebieten, in immer mehr Ländern der Welt schlechter wird und demzufolge wir tatsächlich sehr viel mehr an Ursachenbekämpfung machen müssen. Und das schließt eben auch Sicherheitsmaßnahmen, Polizeimaßnahmen, Militärmaßnahmen ein. Und da müssen wir uns auch mal darüber im Klaren werden, dass wir dafür nur begrenzte Mittel haben. Natürlich können einzelne Mitgliedstaaten militärisch aktiv werden. Das haben wir gesehen, als Frankreich nach Mali ging. Und das gilt dafür für andere Beispiele. Die EU kann das machen, aber mit sehr begrenzten Mitteln kann sie auch eben europäische militärische Mittel einsetzen. Die EU kann aber zum Beispiel nicht Sicherheitskräfte anderer Länder aus ihren Haushaltsmitteln bezahlen. Das tun wir trotzdem. Wir können das deshalb nur machen, weil wir es aus dem Europäischen Entwicklungsfonds finanzieren. Da komme ich auch nochmal drauf zurück. Aber die Bottomline ist, dass wir mehr und mehr, und zwar von Woche zu Woche, mehr und mehr Entwicklungshilfemittel für Sicherheitsmaßnahmen bis hin zu Friedenssicherung ausgeben müssen. Also wir haben auch hier eine Mittelbegrenzung, die dadurch entsteht, dass wir, um überhaupt Entwicklung und Krisenbewältigung machen zu können, mehr Entwicklungsgelder für militärische Ausgaben ausgeben müssen. Jetzt zur Rolle der EU. Natürlich ist die wichtigste Rolle für uns unser Vorschlagsrecht. Das will ich nur ein paar Beispielen illustrieren. Wir haben letztes Jahr ja diesen globalen Ansatz zur Migration vorgestellt, der nach wie vor diskutiert wird. Danach in schneller Folge Vorschläge zur Aufwertung der Agentur Frontex, zur Neufassung des Dublin-Systems und so weiter. Es kommen praktisch jeden Monat im Moment neue Vorschläge raus, wie wir gemeinsam in Europa die Flüchtlingskrise und damit auch insgesamt die Migrationsproblematik angehen können. Wir haben gerade vor 4 Wochen wichtige Vorschläge vorgelegt, wie man diese lang anhaltenden Flüchtlingssituationen, die der Minister beschrieben hat, wie man die besser bekämpfen kann. Da liegen jetzt Vorschläge auf dem Tisch, die müssen natürlich umgesetzt werden und ich habe es schon angekündigt. Noch vor dem Europäischen Rat werden wir wieder ein Paket von Vorschlägen auf den Tisch legen, einschließlich, nur um ein Beispiel zu nennen,
der Schaffung eines Investitionsfonds ähnlich des Juncker-Plans innerhalb der EU werden wir einen Investitionsplan außerhalb der EU vorschlagen, mit dem wir in den Ländern, aus denen Flüchtlinge vor allem aus wirtschaftlichen Gründen kommen, investieren können, um dort Wirtschaftswachstum und Jobs zu schaffen. Das heißt, wir werden einen Juncker-2-Plan in dieser Mitteilung vorschlagen, der vor allem für Afrika wichtig sein wird. Und bitte? Ja, der kriegt einen anderen Titel. Zweite Rolle der EU. Wir können uns natürlich nicht an die Stelle der Mitgliedstaaten setzen. Entwicklungshilfe der EU ist komplementär. Das muss man immer denken. Darum ist es auch so wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Dritte wichtige Rolle, wir können die Geber zusammenbringen. In vielen der Krisengebiete sind wir auch suboptimal unterwegs, weil zu viele Geber zu viele verschiedene Sachen machen. Ich bin sicher, Herr Kleinschmidt wird da auch was dazu sagen. Wir können die Geber zusammenrufen. Wir haben das gemacht für Mali, für Somalia. Wir machen es im Oktober für Afghanistan wieder, dass wir die Geber zusammenbringen und versuchen, mehr Koordination, mehr Zusammenarbeit hinzukriegen. Vierter Punkt, wir haben tatsächlich große Volumina. Dank der Großzügigkeit der Mitgliedstaaten können wir mit großen Geldbeträgen in die verschiedenen Gebiete reingehen. Das ist einer unserer Mehrwerte. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, der Herr Minister hat sehr viel über Fluchtursachenbekämpfung gesprochen. Fluchtursachenbekämpfung kann man nicht nur mit Entwicklungshilfe machen. Da dürfen wir uns nicht einreden. Das wäre zwar schön, ist aber überzogen. Es braucht Außenpolitik, es braucht Sicherheitspolitik, es braucht viele verschiedene Ansätze, bis hin zur Handelspolitik. Und das kann die EU machen. Wir können ein ganzes Menü von Politiken einsetzen, so wie auch die, sagen wir mal, zumindest die großen Mitgliedstaaten das machen können. Aber die kleinen Mitgliedstaaten können sowas eben nicht machen. Jetzt nur zwei Punkte für Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben. Die eine liegt auf der Hand, wir müssen für unsere Maßnahmen in aller Regel Einigkeit oder jedenfalls Unterstützung der meisten Mitgliedstaaten einsammeln. Und da darf man sich keinen Illusionen hingeben. Es gibt Mitgliedstaaten, die finden die Sahelzone wichtiger und andere finden das Horn von Afrika wichtiger und dritte finden Syrien wichtiger. Und das müssen wir auch im Blick behalten. Da müssen wir damit arbeiten, das heißt, wir müssen da auch entsprechend schauen, dass wir die Mitgliedstaaten tatsächlich hinter eine gemeinsame Politik kriegen. Und Sie haben das die letzten Wochen erlebt, wie schwierig das gerade in der Flüchtlings- und Migrationsdebatte ist. Da sollte man nicht drüber wegsehen, aber man muss auch sehen, dass das auch kein Grund ist, Europa zu kritisieren, weil es eben tatsächlich so ist, dass nur wenn wir uns einig sind, dass wir dann unsere ganzen Mittel vernünftig einsetzen können. Und das ist der zweite Punkt, den ich schon gern hier ansprechen möchte. Ich habe ja schon ein bisschen was zu den Haushaltsproblemen gesagt, insbesondere wenn es darum geht, Sicherheitsausgaben zu finanzieren. Wir haben auch insgesamt einen EU-Haushalt, der viel zu rigide ist. Wir können nicht zwischen Kategorien im Haushalt Geld hin und her schieben. Das geht schlicht und einfach nicht. Sie können nicht die Strukturpolitik kürzen, um die Außenpolitik zu erhöhen. Sie können noch nicht mal in der Außenpolitik zwischen dem Nachbarschaftsinstrument und dem Entwicklungshilfeinstrument Geld hin und her schieben. Das ist leider, das muss ich hier an der Stelle schon sagen, ist leider dem zu danken, dass die Finanzminister der Mitgliedstaaten keine Flexibilität wollen im EU-Haushalt. Der wird für 7 Jahre festgelegt und dann legt er fest. Und da kann die Kommission sich auf den Kopf stellen, da gibt es keine Möglichkeiten. Und wir haben sehr wenig Möglichkeiten, zusätzliche Mittel, also Reserven zu mobilisieren. Das muss man einfach sehen und ich bin der Ansicht, dass das für die Verhandlungen, für den nächsten EU-Haushalt von 2020 bis 2025, 2026, wird man dieses Thema angehen müssen. Wenn man gerade in der Krisenbewältigung mehr machen will, dann wird man mehr Flexibilität in den EU-Haushalt reinbringen müssen, sonst werden wir in aller Regel, und Herr Minister hat es öfters gemacht, werden wir dafür kritisiert, dass wir sagen, ja, wir können nicht, wir können einfach das Geld nicht von hier nach da geben. Das muss man einfach mal als grundsätzliches, tatsächlich europapolitisches Problem sehen. Jetzt ein paar Worte, nur ganz kurz, zum Nahen Osten.
Wir waren sehr, sehr früh präsent in Syrien, haben bis heute 6,7 Milliarden nur für Syrien und für die Nachbarländer, also im Wesentlichen Libanon und Jordanien, zur Verfügung gestellt und tun das im Moment in schnellem Rhythmus, zusätzliche Mittel mobilisieren nach der Syrien-Konferenz in London und auch jetzt wieder in den neuen Vorschlägen, die ich gerade erwähnt habe, für den Europäischen Rat. Das heißt, wir erhöhen ständig die Mittel. Das ist natürlich, und das sage ich jetzt nochmal, das ist schon schwierig, weil wir eben in allen anderen Krisen auch präsent sind, wir nur begrenzte Möglichkeiten haben. Wir schieben Mittel nach Syrien, die eigentlich für andere vorgesehen waren. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht anderswo Probleme schaffen. Wenn wir Geld abziehen aus bestimmten Gegenden in Afrika, dann kann es sein, dass wir da die Migrationsursachen verstärken. Wir versuchen im Moment gerade zum Beispiel zusätzliches Geld zu mobilisieren für die Friedenssicherung, für die Truppen in Somalia. Das kommt aus demselben Topf, das heißt, wir können nicht sagen, jetzt lassen wir in Somalia Al-Shabaab wieder vorrücken, weil wir das Geld für Syrien brauchen oder für woanders in Afrika. Da sind sehr schwierige politische Entscheidungen zu treffen und das liegt eben daran, dass die EU in allen Krisengebieten da ist und deshalb nicht einfach sagen kann, wir vergessen jetzt dieses hier und machen nur dieses hier. Das muss man schon deutlich sagen. Was im Nahen Osten, glaube ich, und das ist meine hauptsächliche Botschaft hier, wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich eigentlich angefangen haben mit einer humanitären Krise, dass aber diese humanitäre Krise, wie fast alle zurzeit, sich zu lang anhaltenden Situationen auswachsen. Und das wiederum muss dazu führen, dass wir unseren ganzen Ansatz ändern. Früher war es so, dass man in solchen Lagern absichtlich keine Infrastrukturen geschaffen hat, keine Erziehung für die Kinder angeboten hat, weil man gesagt hat, die Lager dürfen nicht lange bleiben. Heutzutage ist es so, dass der Durchschnitt der Flüchtlinge 17 Jahre in diesen Lagern lebt. Das heißt, wir müssen vollkommen umdenken, wie wir diese Lager überhaupt managen, wie wir da rangehen. Das heißt, wir müssen die Entwicklungshilfe in Lager reinbringen, wo wir eigentlich früher nichts gemacht haben, damit das Lager möglichst schnell aufgelöst wird. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Herausforderungen, die müssen wir gerade jetzt im Nahen Osten, glaube ich, exemplarisch vorexerzieren. Und da ist sicher alles, was der Minister gesagt hat, absolut richtig. Das sind genau die richtigen Ansätze. Das unterstützen wir auch. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Flüchtlinge in diesen Aufnahmeländern arbeiten können, dass die Kinder Erziehung bekommen. Wir können da sogar so weit gehen, dass wir die Handelsbeziehungen ändern. Wir haben in London zugesagt, dass wir für Jordanien den Produktzugang nach Europa erleichtern, damit die Flüchtlinge in Jordanien sozusagen die Möglichkeit haben, dort zu arbeiten und Jordanien bessere Ausfuhrbedingungen nach Europa hat. Also man kann da sehr viel machen, wenn man tatsächlich einsieht und akzeptiert, dass diese Flüchtlingssituationen lang andauern und dass man die nicht mit reiner humanitärer Hilfe sozusagen abwarten kann, bis sie sich irgendwann auflösen. Das tun sie nämlich leider nicht. Das heißt, wir machen jetzt neue Sachen wie Cash Payments, hat der Minister gesagt. Wir werden auch die Entwicklungshilfe umprogrammieren, sowohl in der Region wie auch in allen anderen Ländern. Wir werden alle Länderprogramme weltweit auf den Prüfstand stellen, um zu schauen, wie weit wir Gelder konzentrieren können von Ländern, denen es nicht so schlecht geht oder wo keine Krise ist, und sie konzentrieren auf die Länder, wo das der Fall ist. Es würde in Afrika zum Beispiel bedeuten, und es wird politisch nicht einfach sein, dass man aus dem südlichen Afrika und aus dem östlichen Afrika, abgesehen von den Ländern, die im Horn sind oder die El Niño betroffen sind, Gelder abzieht und sie in die afrikanischen Länder konzentriert, wo eben die Probleme noch größer sind. Aber politisch, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wird es nicht immer einfach sein. Schon deshalb, weil, wie gesagt, bestimmte Mitgliedstaaten auch immer bestimmte Lieblingsländer haben und nicht ohne weiteres bereit sind, solche Dinge zu machen. Aber wir werden hier Hilfe umprogrammieren. Das ist eine Forderung, die Herr Minister Müller mehrfach erhoben hat. Das werden wir jetzt ankündigen und dann auch machen. Wobei wir wiederum ergänzend dazu sagen muss, dadurch, dass wir verschiedene Instrumente haben und diese Unflexibilität im Haushalt, ist es zum Beispiel überhaupt nicht möglich, Geld von Afrika, was für Afrika reserviert war, in den Nahen Osten zu transferieren. Das geht nicht. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Lassen uns, wie gesagt, die Finanzminister nicht zu in der jetzigen Situation des EU-Haushaltsrechts. Also da muss man schon in Zukunft etwas überlegen.
Und letztes Wort ganz kurz zu Afrika. Ich habe es angekündigt. Die Migrationssituation oder die Krise, wie Sie wollen, abgesehen von den schrecklichen Bildern aus dem Mittelmeer, wird im Moment ein bisschen verdeckt durch die vielen Nahostkonflikte. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass dieses Problem nicht weggehen wird. Afrika wird in 30 Jahren fast 2,5 Milliarden Einwohner haben. Und das ist deshalb ganz klar, dass wir gerade als Europäer gefragt sind, weil natürlich ist Europa das naheliegende Ziel für die vielen Afrikaner, die dort vielleicht keine auskömmlichen Lebensbedingungen finden. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, wie sowas dann aussieht. Allein in Nigeria. Nigeria hat heute ungefähr 160 oder 170 Millionen Einwohner, wird 2050 450 Millionen Einwohner haben. Da können wir auch nichts mehr daran ändern. Das heißt, allein in Nigeria ist so groß wie Europa, bevölkerungsmäßig. Das muss man sich vorstellen, das müssen wir in unsere langfristigen Politiküberlegungen einbeziehen. Das heißt, in Afrika ist Ursachenbekämpfung ein ganz anderes Thema. Es ist nicht dasselbe wie im Nahen Osten, sondern in Afrika müssen wir mehr Sicherheit schaffen, in den fragilen Staaten vor allem. Und wir müssen wirtschaftliche Entwicklung erzeugen. Das war ja das Ziel auch des Valletta-Gipfels im November. Und dort wurde auch ein neuer Treuhandfonds geschaffen, in dem fast alle Mitgliedstaaten mitmachen und wo wir gemeinsam das Geld so ausgeben, dass wir mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätze schaffen, aber auch mehr Sicherheit, bessere Grenzkontrollen und so weiter. Und wir haben nächstes Jahr einen Gipfel mit Afrika auf Ebene der Staatschefs. Und ich glaube, dass wir Europäer uns überlegen müssen, mit welchem Angebot wir nächstes Jahr zu diesem EU-Afrika-Gipfel kommen, wenn wir eben was dazu beitragen wollen, dass diese Milliarde zusätzlicher Afrikaner in Afrika ein auskömmliches Leben hat. Vielleicht muss ich an der Stelle auch nur ganz kurz mal eine Bemerkung machen. Es entsteht sehr oft der Eindruck, dass eigentlich nur Europa für diese ganzen Krisen einspringen muss. Und es ist auch tatsächlich so, und da sollten wir stolz drauf sein, es ist tatsächlich so, dass Europa, die Mitgliedstaaten und die Institutionen Brüssel den Löwenanteil tragen. Alle anderen reichen Länder der Erde und die noch weniger reichen halten sich da sehr edel zurück. Ich glaube, das sollte man auch mal, wenn man immer sagt, Europa funktioniert nicht, sollte man das schon auch mal rausstellen, dass eigentlich Europa weltweit an diesen ganzen Krisen den Löwenanteil der Belastungen trägt. Nur als Nebenbemerkung. Das heißt, und damit will ich schließen, eine Realität ist, dass wir im Moment eine große Europaskepsis haben und deswegen auch zum Teil wirklich Schwierigkeiten haben, uns in Europa zu einigen auf die richtigen Maßnahmen. Aber die andere Realität ist eben auch, und es ist schon gesagt worden, alleine schaffen es die Mitgliedstaaten nicht, wir schaffen es nur zusammen, wenn wir uns in Europa zusammenraufen. Das ist nicht immer einfach, aber nur dann können wir diese Herausforderungen einigermaßen mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft schauen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Rudischhauser, dass wir in Ihre schwäbische und in Ihre Brüsseler Seele schauen durften. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch kurz sachdienliche Hinweise geben zu den beiden Panelisten, die unser Quartett hier vervollständigen. Sabine Weiß, das hat Frau Pfeiffer Ihnen schon gesagt, ist als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zuständig. Unter anderem, was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass sie dabei auf ganz persönliche Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit zurückgreifen kann. Als junge Anwältin nämlich hatte Sabine Weiß Philippinen vertreten, die über Menschenschlepper nach Deutschland gekommen waren. Dabei lernte sie im Zuge der Betreuung auch das Heimatdorf ihrer Mandantinnen kennen. Die der Perspektivlosigkeit, die sie da sah am Rande des Dschungels, setzte sie einen Verein entgegen. Panga Sinan heißt der. Dieser Verein setzt auf Hilfe zur Selbsthilfe. Und das hat geklappt. Inzwischen betreibt eine ihrer ehemaligen Mandantinnen in ihrer Heimat eine Zahnarztpraxis. Die Kinder des Dorfes können in eine Grundschule gehen und eine Highschool ist in Arbeit. Und auch als Abgeordnete ist Sabine Weiß dem stetig wachsenden Dorf innig verbunden. Ihren Jahresurlaub verbringt sie immer noch in Palapa Norte. Das ist 250 Kilometer nördlich von Manila.
Ja, Kilian Kleinschmidt wurde auch schon ein bisschen gewürdigt. Ich darf noch hinzufügen, Frau Pfeiffer sagt, er ist überall da, wo es brennt. Er selber entbrannte für die Entwicklungszusammenarbeit während eines Sahara-Trips. Und daraus wurde dann fast ein Vierteljahrhundert im Dienste der Vereinten Nationen. In seiner letzten Station dort hat er sich den anerkennenden Beinamen der Löwe von Zaatari erworben. Und als Herr Rudeschauser gerade über Herrn Müllers Auftritte in Brüssel sprach, habe ich überlegt, ob Herr Müller vielleicht irgendwann der Löwe von Brüssel heißen wird. Mal gucken. Ja, also heute jedenfalls, Kilian Kleinschmidt, es gibt eine weitere Beziehung zu Gerd Müller. Er erfrischt als externer Ratgeber nicht nur die österreichische Regierung, sondern neuerdings auch das BMZ und Gerd Müller mit neuen Impulsen für die Entwicklungszusammenarbeit aus erster Hand sozusagen. Privat arbeitet er an seiner eigenen Integration. Er ist inzwischen Wahlwiener mit dem Grüß Gott. Klappt es ganz gut, das Baba muss er noch ein bisschen üben, aber wir sind ja erst am Anfang, lieber Herr Kleinschmidt, das Baba ist noch ein bisschen hin und mit Ihnen würde ich auch gerne anfangen. Die Diskussion, wir haben eine Stunde ungefähr, meine Damen und Herren, in dieser Runde, dann würde ich gerne für Ihre Fragen öffnen und diese Stunde würde ich gerne beginnen, indem wir noch mal ein bisschen auf die Strukturen gucken. Wir haben ja jetzt schon gehört, Europa, deutsche Interessen, Nationalismen, wie das alles so zusammenhängt und dann würde ich gerne auf die Soforthilfe schauen, wie man nachhaltige Strukturen auch in den Aufnahmeländern schaffen kann und natürlich am Schluss der Blick aufs große Ganze, auf Perspektiven in die Zukunft. Herr Kleinschmidt, wir haben gerade schon gehört ein bisschen was über die nationale Sicht, über die europäische Perspektive. Wie haben Sie das zum Beispiel in Zaatari in Jordanien ganz praktisch erlebt? Wie klappt da die europäische Zusammenarbeit? Wie klappt die bilaterale Zusammenarbeit? Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, ich habe viele der Menschen, die hier auf dem Podium sitzen, auch als Besucher bei mir gehabt, Herr Minister, Frau Wörl. Wir haben uns vor Ort getroffen und natürlich ist Zaatari auch symbolisch geworden für das Thema Syrien, für das Thema Flucht, auch natürlich für das Thema Umdenken der Hilfe. Wir haben das auch gehört, wie können wir anders an das Thema Flucht gehen, wie können wir wegkommen von der Assoziation Flüchtling, Flucht, Zelte, Armut, Almosen, sondern in eine Richtung gehen, wo wir Menschen die Perspektiven ermöglichen, wo sie ihre Würde zurückbekommen, auch wieder als Personen und Individuen begriffen werden. Denn Hilfe in der gegenwärtigen Form wird leider und muss natürlich auch aus logistischen Gründen zunächst einmal als eine Massenoperation, logistische Operation durchgeführt werden. Das heißt, jeder Mensch wird gleich. Es gibt die humanitären Standards, jeder hat den Anspruch auf die gleichen Kalorien, Kilokalorien, die Liter Wasser, da gibt es Standards dafür. Aber da müssen wir so schnell wie möglich wegkommen. Und das war genau das Thema, was uns dort beschäftigt hat. Und leider hat uns keiner zugehört oder wenige zugehört, abgesehen von den Menschen, die es verstehen, in der Entwicklungs- und humanitären Hilfe zugange sind. Es hat 1 Million Menschen gebraucht, die diese Nachricht im Grunde über das Mittelmeer hinübergetragen haben zu uns. Und wir müssen umdenken. Wir müssen anders denken. Natürlich geht es darüber, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Und ich habe auch damals selber miterlebt, wie die Kürzung der Mittel gerade für das World Food Programm, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, schon 2013 angefangen hat, sehr negative Auswirkungen zu haben. Nicht in den Lagern, sondern für die 90% der Menschen, die außerhalb der Lager leben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das dazu geführt hat, dass 80% der Flüchtlinge gerade in dieser Region unter der Armutsgrenze heutzutage leben. Nicht in den Lagern, außerhalb der Lager. Da sieht sie auch keiner. Das fing 2013 an. Und auch damals oder Anfang 2014 kann ich mich an Diskussionen mit den Ministern der Region im Lager auch erinnern, wo sie gesagt haben, ihr Humanitären, ihr kommt, ihr protzt mit ziemlich viel Geld am Anfang, dann geht euch das Geld aus und dann lasst ihr uns mit dem Chaos zurück, alleine zurück, hier in der Wüste von Nordjordanien oder im Kongo oder sonst wo. Also es geht um radikales Umdenken, es geht auch natürlich darum, die Mittel aufzustocken und ich möchte da auch sagen, dass man diese Initiativen unterstützen muss,
Druck auf die Politik machen muss. Wir haben es gehört, der Impact von einem Euro ist in vielen Regionen ganz anders. Wenn wir aber diesen Euro auch dazu nutzen können, um nachhaltige Wirtschaftskreisläufe wieder aufzubauen oder dabei zu helfen, dass Leute sich auch selber wieder in eine Wirtschaftlichkeit zurückbewegen können, dann werden wir natürlich auch anders sehen. Und ich glaube, und das habe ich inzwischen auch gelernt, ich meine, ich bin wirklich jemand, der einer der vielen, vielen Krisenhelfer da draußen an den humanitären Frontlinien, wie das immer sagen, stehen, dass es auch Instrumentarien gibt, die wir zu wenig nutzen. Also es kann nicht nur über Entwicklungszusammenarbeit oder humanitäre Hilfe gehen. Die 20 Milliarden Euro oder was auch immer, was wir in humanitäre Hilfe weltweit zusammenkratzen, was ja eigentlich lächerlich ist, denn die EZ, 250 Milliarden oder so, das wird nicht reichen. Wir müssen alle zusammenhalten, wir müssen alle zusammen unsere Kräfte, die Ressourcen dieser Welt zusammentragen. Da ist die Wirtschaft wichtig, da sind die Kommunen, die Gemeinden mit ihrem Know-how wichtig, da ist die Technologie ein ganz wichtiger Teil. Heutzutage Communication Technology, IT sind ganz wichtige Elemente, da gibt es Möglichkeiten, die wir noch gar nicht richtig ausschöpfen. Aber einfach das Know-how, das diese Welt besitzt, etwas gerechter zu verteilen und den Zugang zu ermöglichen. Instrumentarien der Finanzpolitik sind unzureichend genutzt im Augenblick. Das müssen wir, da müssen wir Hebelkräfte ansetzen, um aus einem Euro eben 10 zu machen. Da würde ich gerne auch im zweiten Schritt drauf zurückkommen, Herr Kleinschmidt, noch mal etwas aufgreifen, was Sie gerade sagten. Sie sagten, es hat 1 Million Menschen gebraucht, die dieses Thema zu uns gebracht haben. Herr Müller, vor einem Jahr genau, ziemlich genau, haben Sie der FAZ ein, finde ich, sehr interessantes Interview gegeben und auf die Frage, ob die EU angemessen auf die Flüchtlingskrise reagiere, sagten Sie damals, in Brüssel hat das Thema noch nicht den richtigen Stellenwert. Ist das jetzt anders? Also haben wir es wirklich verstanden? Herr Rudischhauser hat einiges angekündigt, was vor 6 Monaten noch weit von sich gewiesen wurde in Brüssel. Und ich freue mich auf die Mitteilung. Aber Brüssel muss sich vollkommen neu aufstellen. Das sind Herausforderungen, das ist eine Generationenaufgabe. Syrien, Irak und alles, was wir angedeutet und besprochen haben. Und das heißt im Schnelltext, wir brauchen einen Kommissar. Ich brauche keinen Juncker-Plan, sondern der Juncker soll sich an die Spitze setzen zum Manager. Wir haben 350 Milliarden für den Juncker-Plan, um Wirtschaft in Europa anzukurbeln. Und Herr Rudischhauser sagt hier, 6 Milliarden haben wir zur Lösung dieser riesigen humanitären Krise. Dann sehen Sie, wie das Missverhältnis ist. Ich akzeptiere auch nicht, dass man sagt, die EU hat einen Haushalt auf 7 Jahre festgelegt und vor der Haustür sterben die Menschen. Ich habe in meinem Haushalt auch gesagt, 10% werden sofort aus allen Töpfen genommen und dort konzentriert, wo gestorben wird. Und das erwarte ich mir auch in Brüssel. Also da muss schon noch mit anderen Maßnahmen vorangegangen werden. Und ich sage an der Stelle auch, wenn die Kanzlerin warten würde, bis wir alle 28 unter einem Hut hätten, dann könnten wir auch nicht reagieren, sondern wir sagen, wir müssen einfach vorangehen. Die, die wollen und die, die können, die werden uns folgen. Und so muss Brüssel auch einen neuen Weg finden, nicht auf Einstimmigkeit zu warten, sondern dann geht eben der Kern, die 6, die 9 oder die 12 voran. Wir können nicht diese humanitäre Katastrophe vor der Haustüre ausblenden. Frau Weiß, im gemeinsamen Antrag von Union und SPD zum Thema Fluchtursachen bekämpfen ist ein wichtiger Passus. Es wird entscheidend darauf ankommen, ich zitiere jetzt, dass die gemachten Zusagen von allen Staaten eingehalten und zügig umgesetzt werden. Das war ja bei Ihnen beiden auch schon ein bisschen Thema, dass es da stellenweise hapert. Wie kann man das denn forcieren? Ja, wie kann man das forcieren? Wenn ich das jetzt wüsste, ich glaube, dann hätten wir alle weniger Probleme, wenn jemand wie ich das jetzt sagen könnte. Ich möchte erstmal einiges unterstreichen, was gesagt worden ist. Ja, es hat 1 Million Menschen gebraucht im letzten Jahr und zwar radikal gebraucht, damit das Thema Flüchtlinge hier angekommen ist. Gerd Müller hat schon vor 2 Jahren gesagt, da läuft was schief. Hier in diesem Saal gesagt und nicht wirklich zugehört. Entwicklungszusammenarbeit war und ist nach wie vor in der Politik
noch nicht da angekommen, wo sie hingehört, noch nicht in der Mitte wirklich angekommen. Wir haben jetzt mehr Aufmerksamkeit, Sibylle, liebe Dagmar, als wir vorher hatten, also etwas mehr Aufmerksamkeit, etwas mehr Wichtigkeit bekommen. Wir müssen aber alle gemeinsam anfangen. Wir haben gerade gesagt, gehört von Ihnen, glaube ich, Herr Rudischhauser, viel zu viele Geber tun viel zu viele Dinge. Wir müssen mehr zusammenarbeiten, mehr Koordination. Das ist aber nicht nur auf europäischer Ebene die Länder. Da müssen wir hier anfangen, wenn ich unsere unterschiedlichen Ministerien angucke. Wir müssen sehr viel kohärenter werden in der Zusammenarbeit. Und was mir eine ganz große Sorge bereitet, ist die Zusammenarbeit unserer Parlamentarier untereinander. Und man ist ja immer am Ohr, wir sind hier in der ständigen Diskussion. Wir hatten gestern, habe ich noch eine Runde zusammengerufen, wo wir sehr stark zu dem Thema diskutiert haben, wir, die wir in unseren Wahlkreisen ja auch unterwegs sind. Ich habe eine ganz, ganz große Sorge. Die große Betroffenheit ist da. Die Menschen sind immer dann da betroffen und sagen, ja, Fluchtursachenbekämpfung ist jetzt das Zauberwort, obwohl wir zumindest im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit das schon über 60 Jahre machen. Jetzt entdecken wir das gerade. Meine Sorge ist, dass trotzdem die Stimmung innerhalb der Gesellschaft gibt. Und da ist jeder von uns gefragt, wir Politiker an allererster Front, in unseren Wahlkreisen am Menschen dran, die NGOs mit ihrem Know-how und jeder Mensch am Gartenzaun, in der Kneipe oder wo immer er unterwegs ist. Denn wenn wir den sozialen und gesellschaftlichen Rückhalt erstmal nur in unserem Land nicht haben, wie sollen wir den in anderen europäischen Staaten, wo auch in vielen ein Rechtsruck deutlich wird, wie sollen wir ihn da aufhalten können? Also wir sind erstmal hier gefragt, die Stimmung und die Akzeptanz zu bekommen. Denn was nützt uns alles? Alles richtig, was gesagt worden ist. Wir müssen stabilisieren, Fluchtursachen bekämpfen, wir müssen die Leute den Rückkehrmöglichkeiten schaffen. Wir haben hier draußen ganz toll, was das Ministerium macht, Beschäftigungsoffensive Nahost, eine ganze Menge tolle Sachen. Wir brauchen mehr Geld, alles richtig. Nur was nützt es uns, wenn wir nationale Grenzen wieder aufbauen, die Menschen vor diesen Grenzen im Schlamm, ich sag's einfach mal, im Schlamm verkommen lassen, Rückkehrperspektiven nicht wirklich da sind, weil wir nicht die richtigen Partner haben, fragile Staaten, wo die Regierungen nicht da sind. Und da reicht es mir nicht, weil es um Menschen geht, zu sagen, wir müssen warten. Wir müssen warten, viele Jahre warten. Da müssen wir sehen, dass wir hier anfangen, die Akzeptanz für diese Menschen auch hier schaffen. Und da mache ich mir eine ganz, ganz große Sorge, dass wir hier einen deutlichen populistischen Rechtsruck erleben, und damit Menschen noch viel mehr ausgrenzen, damit die Akzeptanz für mehr Geld nicht mehr da ist. Und dann können wir alles in die Tonne kloppen. Also deswegen mein Appell, auch als Entwicklungspolitikerin, die gerne nach außen blickt, immer wieder. Aber auch hier, bitte lasst uns hier in unserer Nation, in unserem Land, beim Menschen, in unserer Mentalität anfangen und wieder für Humanität und auch für christliche Verantwortung sorgen. Mhm. Herr Rudischhauser, was Frau Weiß gerade sagt, finde ich, knüpft so ein bisschen an den Skeptizismus, von dem Sie eingangs in Ihrem Statement sprachen. Es ist ja paradox, in einer Zeit, wo gemeinschaftliches, grenzüberschreitendes Handeln immer wichtiger wird, nimmt zugleich die Rückbesinnung auf die Nationalstaatlichkeit zu. Und einerseits ist da das Bewusstsein, solche Krisen nur gemeinsam lösen zu können und andererseits uneingelöste Zusagen und nationale Egoismen. Jetzt sagte Frau Weiß sicherlich zu Recht, wie soll sie sagen, wie man sowas forcieren kann. Aber ich wüsste gern, gibt es denn da Mechanismen, dass man die Staaten doch beim Wort nimmt? Und was, meinen Sie, muss eigentlich passieren, damit alle EU-Staaten verstehen, dass Entwicklungszusammenarbeit ja wirklich im ureigenen Interesse ist? Das ist schon eine sehr schwierige Frage. Ich lege es vielleicht zusammen auch noch mit einer Reaktion auf das, was Minister Müller gesagt hat. Zunächst, ich fange mal an mit dem Euroskeptizismus oder überhaupt mit der Skepsis gegenüber der Entwicklungshilfe. Es gibt in mehreren europäischen und insbesondere nordeuropäischen Staaten, die klassisch sehr für Entwicklungshilfe waren, seit kurzem Regierungen, die Entwicklungshilfe zurückgefahren haben. Wenn Sie nach Holland schauen, nach Dänemark, nach Schweden, und Schweden, die führen sie nicht zurück, die nehmen sie für die Flüchtlinge das Geld, aber im Land. Finnland hat die Entwicklungshilfe zurückgefahren. Es gibt eine wirklich sehr bedenkliche Tendenz,
dass Regierungen im Moment meistens rechtspopulistische Regierungen an die Macht kommen, die Entwicklungshilfe sogar zurückfahren und die auch an der europäischen Solidarität, was die Flüchtlinge und die Aufnahme betrifft, nicht besonders interessiert sind. Das muss man leider als Realität sehen. Wenn Herr Müller zu Recht sagt, es wäre gut, wenn 6, 8 oder 9 EU-Mitgliedstaaten mit einem gemeinsamen großen Projekt vorangehen, dann frage ich mich, wer sind die? Ich bin sehr froh persönlich über die Führerschaft der Kanzlerin in dieser Frage. Ich bin auch sehr froh darüber, dass Präsident Juncker diese Sache als Chefsache betreibt. Das tut er nämlich tatsächlich jetzt schon, sonst hätten wir nicht diese ganzen Maßnahmen die letzten 2, 3 Jahre bekommen. Aber wir müssen auch, glaube ich, realistisch sehen, dass im Moment, auch wenn Sie schauen, innerhalb der Europäischen Volkspartei, also innerhalb der größeren Gruppe, die haben gerade ihren Kongress gestern in Luxemburg gehabt, dass eben auch da sehr unterschiedliche Haltungen zu dem Thema sind, dann muss man, glaube ich, auch, sagen wir mal, politische Realitäten sehen. Das heißt nicht, und das ist, glaube ich, wichtig, das heißt nicht, dass man nicht alle Versuche unternehmen muss, den Bürgern zu erklären, dass letztendlich eben Entwicklungshilfe nicht nur eine reine Solidaritätshandlung ist und auch nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern dass sie auch im ureigensten Interesse Europas und der einzelnen Mitgliedstaaten liegt, weil die Lebensbedingungen heutzutage eben immer mehr globalisiert werden, weil immer mehr lokale Krisen globale Auswirkungen haben. Und da müssen wir, glaube ich, da haben Sie vollkommen recht, Frau Weiß, wir müssen den Bürgern sehr viel mehr erklären, dass Entwicklungshilfe nicht das sozusagen das Pfand ist, was man den armen Negerlein gibt, sondern dass man da wirklich an der Verbesserung der Lebensbedingungen insgesamt arbeitet, sowohl für uns in Europa wie auch in den Entwicklungsländern. Das ist das eine. Das andere, Herr Müller, weil Sie es nochmal gesagt haben, ich glaube, es ist schon sehr viel passiert die letzten 2 Jahre. Vielleicht ist es nicht der supergroße Wurf. Das hat aber, glaube ich, ein bisschen auch damit zu tun, dass Europa im Moment ein bisschen zu sehr selber mit sich selber beschäftigt ist und nicht so richtig gemeinsam nach außen schaut. Das muss man auch, glaube ich, anerkennen. Aber es ist schon viel geschaffen worden. Wir haben zum Beispiel ganz neue Arten der Zusammenarbeit für Syrien, für Afrika, haben wir jetzt Treuhandfonds eingerichtet, in die alle Mitgliedstaaten direkt einzahlen und dann gemeinsam beschließen, wie das Geld verwendet wird. Das ist auch eine Antwort auf die Frage der Fragmentierung. Also sind ganz neue Sachen, das gab es vorher nie. Das ist innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden gestampft worden. Der Treuhandfonds für Afrika ist im November beschlossen worden in Valletta, mit 1,9 Milliarden ausgestattet worden und heute, zum heutigen Zeitpunkt, sind bereits über 700 Millionen in Projekte verpflichtet, zum Teil schon unterschrieben und zum Teil schon vor Ort, schon Stiefel auf dem Boden. Also das muss man sich mal überlegen, es sind noch keine 6 Monate. Sowas hat die EU früher nicht geschafft. Also ich glaube schon, dass das Thema bei uns angekommen ist und dass auch reagiert wird. Und Sie werden es, wie gesagt, auch in dem Text sehen, der für den Europäischen Rat vorgelegt wird. Es dauert natürlich immer ein bisschen, bis das Ganze wirklich so hoch auf der politischen Ebene ankommt. Aber es hat ja auch in vielen Mitgliedstaaten gedauert, bis diese Flüchtlingsproblematik tatsächlich zur Chefsache geworden ist. Und das ist nicht so sehr viel anders. Aber ich glaube, dass wir trotzdem auf einem guten Weg sind. Und zwar eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten sind sehr aktiv. Zum Beispiel hat Italien seine Entwicklungshilfe aufgestockt wieder. Es ist ganz neu. Die hatten sie praktisch auf null zurückgefahren gehabt. Und wir arbeiten schon in vielen Feldern auch in Europa besser zusammen, um eben wirklich mit dem eine bessere Antwort zu haben. Wie gesagt, was mir wirklich wichtig wäre, Herr Müller, da müssen wir auch darauf hinarbeiten, ist, dass wir nächstes Jahr für den EU-Afrika-Gipfel wirklich den großen Plan vorlegen. Und zwar auch wieder in unserem eigenen Interesse. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Das ist nicht wegen der Afrikaner, sondern das ist auch wegen uns, auch wegen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Sicherheit und der Prosperität in Europa. Dankeschön, Herr Rudischhauser. Sie haben von der Zeit gesprochen, die das dauert. Dieser Zeit steht ja tragischerweise eine große Not entgegen. Ich würde jetzt gerne mal zum Kapitel Soforthilfe kommen, Herr Kleinschmidt. Die internationale Syria Support Group hatte vor 2 Wochen beschlossen, bis heute eine Luftbrücke einzurichten, wenn es noch nötig ist, für die eingekesselten Gebiete in Syrien. Jetzt ist der 1. Juni, bisher ist, glaube ich, nichts passiert. Und Jan Egeland, der für die Vereinten Nationen die Hilfslieferungen koordiniert,
spricht von unendlichen Problemen, sagt, eigentlich wollten wir 1 Million Menschen erreichen. Letztlich sehen wir jetzt, wir haben gerade mal 160.000 erreicht. Und er sagt, wir haben verhungernden Kindern leere Versprechungen gemacht. Ich wüsste gerne von Ihnen, weil Sie das, glaube ich, als Praktiker am ehesten beurteilen können, geht das denn unter diesen Umständen überhaupt besser? Und wenn ja, wie? Wie geht das besser? Ja, wir haben ja nun leider einen Zusammenbruch, einen Kollaps im Grunde erlebt, des Respekts für humanitäre Hilfe, für die Unabhängigkeit von humanitärer Hilfe. Und das ist also in den letzten Jahren hat sich das verschlechtert. Die Hilfsorganisationen selber haben größte Schwierigkeiten zu arbeiten. Die Sicherheit von den Mitarbeitern ist nicht mehr gewährleistet. Es sind sehr viele verschwunden, getötet, entführt worden. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also die Frage ist, wie kann man in irgendeiner Form Respekt für die Neutralität und Unabhängigkeit schaffen? Und das ist eine Illusion natürlich irgendwo. Jetzt in einem solchen Dilemma, wie machen wir das, wenn 1 Million Menschen wirklich die Hilfe noch nicht bekommen haben, die wir versprochen haben? Die Mistura, Jan Egeland sind verzweifelt und die können das. Ich habe damals auch mit die Mistura auch in Somalia während der Black Hawk Down Zeit an solchen Themen gearbeitet, wie kommen wir an Leute ran? Keine Antworten, die heutzutage möglich ist, weil natürlich auch, wenn man sich anschaut, 1000 Milizen kämpfen in Syrien. Wie kriege ich da einen Respekt hin für die humanitären Prinzipien? Und als solches sind natürlich Airlifts und Airdrops eine Möglichkeit. Wir haben das in vielen Situationen gemacht, sind aber auch nicht unproblematisch, weil wir natürlich genau wissen, wir sind ungenau und helfen im Grunde natürlich auch wiederum den verschiedenen kämpfenden Milizen auch weiterzumachen. Herr Müller, wie sehen Sie das? Das klingt ja alles so, wenn zum Beispiel Udo Steinbach sagt, lange Leiter des Deutschen Orientinstituts, da er kann keine Friedensperspektive für Syrien erkennen, es sei die Luft raus, unbedingt zu einem politischen Prozess überzugehen. Also die politische Lösung, die ja vieles vereinfachen würde, die scheint weit weg. Das klingt nicht so, als ob die Entwicklungspolitik bald mit Wiederaufbau beginnen kann. Was bleibt in so einer Situation? Vernetzter Ansatz heißt, wir werden immer verhandeln müssen. Das heißt, es ist die Aufgabe der Außenpolitik. Wir haben bis vor 1 Jahr, glaube ich, tabuisiert, mit Assad Gespräche zu führen. Es ist richtig und wichtig, dass auf der diplomatischen Ebene mit Einbeziehung, und da haben wir schon ein Stück weit erreicht, da möchte auch den deutschen Außenminister hier erwähnen, der sich da ganz massiv engagiert. Der diplomatische Faden darf nicht abreißen. Die Russen haben sich beteiligt, die Amerikaner, der Iran und die Türkei spielen eine große Rolle, um auf diplomatischem Weg einen wesentlichen Schritt voranzukommen. Nun ist das alles sehr kompliziert, ich will da auch nicht jetzt ins Detail gehen. Syrien, Assad und wie Herr Kleinschmidt gerade gesagt hat, wie viele Milizen, von wie vielen Milizen? 1000. Tausend, er spricht von 1000. Das war ja auch damals vor 4 oder 5 Jahren, als diese rote Linie von Obama markiert wurde. Sie erinnern sich vielleicht zum Thema Chemiewaffen, Assad, wenn dann der entscheidende Punkt auch in der Entscheidung. Es gibt nicht Assad weg und dann kommt Frieden, sondern es gibt er sagt 1000 kämpfende Milizen, es gibt Hunderte, die sich gegenseitig bekämpfen. Das ist die große Problematik. Aber es gibt keine Alternative zum Genfer Friedensprozess. Der muss weiter vorangetrieben werden. Und es gibt den militärischen Bereich. Auch darüber muss man natürlich reden. Die Türkei und andere haben dieser Tage angekündigt, dass sie bestimmte Kreise, welche Gruppen auch immer, das brauchen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren, unterstützen werden in Syrien, um dieses Aushungern von Zehntausenden in umstellten und umlagerten Städten zu beenden. Also das ist die Frage der militärischen Operationen. Ich nenne da das Beispiel, wo wir auch hier im Bundestag in der Fraktion uns gerungen haben. Ich wurde vor kurzem mal gefragt, ein Entwicklungsminister, Waffen und Bundeswehr. Wir haben, Herr Kleinschmidt, wir haben Jesidinnen getroffen,
die aus den Vergewaltigungslagern kamen und die auch, ich hatte Gespräche und eine Szene, wo mich drei junge Frauen gebeten haben, ihre Mutter und ihre Schwester zu befreien. Wir können nicht mit anschauen, wie 100 Kilometer entfernt diese Lager tatsächlich bestehen und tun nichts. Ich meine, wir sind nicht bereit, die Bundeswehr dort in den Einsatz zu schicken. Das muss man klar wissen. Wir müssen auch in den Jahren danach die Frage diskutieren. Aber wir haben dann entschieden, wir rüsten zumindest, wir unterstützen die Peschmerga-Kämpfer vor Ort, die ein Stück bereit sind für uns, auch für humanitäre Grundwerte. Und sie haben einen Großteil dieser jesidischen Lager befreien können. Also das ist die militärische Frage, die man besprechen muss. Wissen Sie, ich spreche das mal so an, es sind ja auch einige vielleicht im Saal, aber außerhalb sowieso, die vor Jahren immer dann, wenn die Amerikaner bereit waren, an der Stelle für uns ins Feuer zu gehen, auf die Straße gegangen sind. Was hat Europa an der Stelle zu bieten? Das eine ist das Humanitäre, das zweite ist die diplomatische Kraft und das dritte ist der militärische Arm. Ja. Aber es gibt keine Alternative, den Waffenstillstandsschluss an der Stelle nach wie vor anzustreben. Mit Russland, mit der Türkei, mit dem Iran, mit den Saudis. Denn das sind ja auch ein Stück Stellvertreterkriege. Dankeschön. Frau Weiß, wenn wir über Syrien und die Nachbarländer sprechen, dann reden wir auch über 3 Millionen Kinder, die derzeit nicht zur Schule gehen können. Da wächst eine verlorene Generation heran. Was passiert da? Ja, da müssen wir natürlich dringend ansetzen und da Strukturen schaffen, dass diese Kinder gerade eben nicht zur verlorenen Generation gehören. Wir haben ja auch gerade gehört, Herr Müller hat ja auch deutlich gesagt, dass 90% der Menschen, die gerade jetzt aus Syrien kommen und da in der Nähe, im Umfeld, in der Region, in den Flüchtlingslagern sich aufhalten, auch zurück wollen. Und diesen Kindern müssen wir natürlich Perspektiven bieten und diesen Eltern Perspektiven bieten für ihre Kinder. Das ist völlig klar. Wir haben gehört, dass die europäische Gemeinschaft, die Weltgemeinschaft hat versagt. Wir hören Dinge, wenn Herr Rudi Schauser sagte, auf den Einwurf von Herrn Müller hin, wir sollten als Deutschland vorangehen mit 5, 6 anderen europäischen Staaten, ein Vorbild geben. Und dann wird die Rückfrage, ja, wer sind denn die anderen? Ich glaube schon, dass wir Optimismus schon zeigen müssen. Sonst können wir den Kopf in den Sand stecken und sagen, haben wir nichts damit zu tun. Und ich möchte an der Stelle einfach auch mal ganz deutlich sagen, und wir erleben, also Sie erleben wahrscheinlich Herrn Müller, unseren Entwicklungsminister, jetzt in solchen Podiumsdiskussionen vielleicht häufiger in den offiziellen Auftritten, aber seine Beharrlichkeit zum Beispiel finde ich für mich vorbildhaft. Also auch in anderen, in viel kleineren Dingen in seinem Ministerium. Also ich persönlich war nicht abgesprochen, ganz ehrlich nicht. Ich wünsche mir, dass Gerd Müller noch lange unser Entwicklungsminister bleibt, weil er uns alle auch vorantreibt. Und wenn ich jetzt schon mal beim Lob bin, was Beharrlichkeit anbetrifft, auch da möchte ich auch unsere Kanzlerin mal loben. Es ist erstmal völlig egal, dass wir eine Partei sind, dass sie praktisch meine Chefin ist. Aber was diese Frau in den letzten Monaten alleine durchgehalten hat, das ist unbeschreiblich und ich kenne keinen, der das hätte leisten können. Und auch das, und ich glaube, Beharrlichkeit, Haltung zeigen, Vorbild sein, das wird das sein, was hinterher den Erfolg bringt. Ob in 3 Jahren, in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Nur bis dahin Strukturen schaffen, um den Menschen in der Region, die auf der Flucht sind, geflohen sind, Perspektiven schaffen, dass sie in den Flüchtlingscamps oder in der Nähe ihres Heimatlandes eine Zukunftsperspektive haben. Mhm. Dankeschön. Herr Rudi Schauser, Sie wollten den Bildungsaspekt noch kurz ergänzen. Ja, nur ganz kurz, weil es ist tatsächlich so, dass das ein Thema war, was lange nicht wirklich gesehen wurde. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir überall, wo es Flüchtlinge gibt, eben auch wirklich Bildung für die Kinder bereitstellen. Dazu ist vor kurzem eine neue Plattform, eine weltweite Plattform aus dem geschaffen worden, an der auch Deutschland beteiligt ist, die speziell Education, also Erziehung in Krisenländern fördert.
Und da ist auch viel Geld dahinter gestellt worden. Wir haben alleine unseren Anteil verdoppelt an diesem globalen Bündnis. Wir haben ebenso in der humanitären Hilfe, Kommissar Stylianides hat in der humanitären Hilfe den Teil der Gelder für Erziehung in Flüchtlingslagern um das Vierfache angehoben. Das ist also wirklich was erkannt ist und was jetzt auch gemacht wird. Das ist aber lange vernachlässigt worden. Herr Kleinschmidt noch dazu? Vielen Dank. Ganz kurz, Erziehung, Ausbildung geht nur, wenn die Eltern auch eine finanzielle Sicherheit haben. Und das geht natürlich, da kommen wir wieder zur Arbeitsinitiative zurück, zur Offensive. Arbeit und Bildung gehen zusammen. Die Kinder müssen arbeiten in der Region, weil die Eltern nicht arbeiten dürfen. Und das müssen wir uns klar machen. Und da müssen wir wegkommen. Das ist ganz eng miteinander verbunden. Mhm. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Sie haben bestimmt gesehen, dass Ihre Gastgeberin Sibylle Pfeiffer mir vorhin was ins Ohr geflüstert hat. Und vielleicht sind Sie neugierig, was wollte die denn? Ich kann es Ihnen sagen, Frau Pfeiffer ist nämlich selber neugierig auf Ihre Fragen und meinte, ich soll doch jetzt nicht hier die Stunde durchmachen, sondern schon mal öffnen. Insofern seien Sie herzlich willkommen mit Ihren Fragen. Sie sehen, die Mikrofone sind im Saal verteilt. Traut sich schon jemand? Bitte sehr. Das Mikrofon, das nächste ist hinter Ihnen. Wenn Sie sich dann immer vorstellen würden, das wäre freundlich. Danke. Mein Name ist Cornelia Langer, komme von Europe, bin Mitglied in der Europäischen Bewegung Deutschland und auch in den Themen sehr jetzt als Ruheständlerin aktiv in verschiedenen afrikanischen Ländern und auch in der Krisenregion. Vielen Dank auch an Herrn Minister Müller, dass er Sachen unterstützt. Aber mal ein konkretes Beispiel für genau um Sachen in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft voranzubringen, haben wir einen Antrag eingebracht, wurde im Januar bewilligt. Wir wollten starten, um auch Ausbildung voranzubringen. Die finale Bewilligung steht immer noch aus. Also da vielleicht noch mal die Bitte, dass da bestimmte Themen vielleicht auch dann etwas schneller bewilligt werden, weil unsere afrikanischen Partner, die auch selber als Unternehmer in Afrika mit einsteigen wollen und Sachen anschieben wollen, dann vielleicht auch sagen, wo bleibt die Hilfe von Deutschland? Also das nochmal aufgreifen. Ein anderer Aspekt ist das Thema Investitionen, was Sie angesprochen haben. Was passiert danach? Da stehe ich auch im Gespräch mit vielen Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen. Aber da haben wir die Hürde, Stichwort Juncker-Plan, das ist die Frage an die Kommission. Ich kenne auch die EIB sehr gut. Da werden 30% Eigenkapital oder verlangt. Das kann man manchmal in der Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern nicht stemmen. Da vielleicht noch mal die Überlegung, gibt es dadurch Bürgschaften, Möglichkeiten, das auch den Willigen zu erleichtern. Also wenn wir darüber noch mal Gelegenheit hätten zu diskutieren, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Dankeschön. Dankeschön, Frau Langer. Frau Pfeiffer. Darf ich ganz schnell? Würden Sie mir freundlicherweise das mal schicken, wo Sie es beantragt haben, was das für Gelder sind? Einfach über E-Mail an mein Büro. Danke. Es bleibt die Frage, Herr Müller, ich denke, also vielleicht nicht so speziell nach diesem einzelnen Fall, aber wir können es ja drüber sehen, Sie haben angesprochen, Wirtschaft, Zusammenarbeit, Investitionen, also lauter Ansätze, die ja nachhaltig wirken. Was gilt es da zu tun, Herr Minister? Ich kann das gerne mal nochmal in einen Gesamtzusammenhang, nicht nur Syrien und Irak, weil ja immer über Entwicklungshilfe gesprochen wird. Ich sehe mich nicht mehr als Hilfeminister, das muss ich nur meinen Kolleginnen und Kollegen darstellen. Wir bohren zwar auch noch Brunnen, Frau Löbel, unsere Projektpartner, aber wir müssen dieses Feld in ganz neuer, anderer Dimension sehen. Das ist heute globale Umweltpolitik. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Sollten die Gletscher des Himalayas schmelzen, so wie bei der Klimaerwärmung auch das nicht ernst meinen, und das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, dann werden an den Unterläufen dieses Gletschermassives 1,5 bis 2 Milliarden Menschen keine Grundlage zum Leben mehr haben. Denken Sie mal, woher Indien, Bangladesch, Teile Chinas hier Wasser beziehen. Ja, das sind natürlich die langfristigen Themen. Das ist ungeheuer schwierig,
damit zu punkten. Aber ich möchte Ihnen nochmal Folgendes sagen. Weltweit können wir können die Probleme, die Ursachen und die Welt nicht allein in Deutschland retten und auch nicht mit Entwicklungsgeldern. Die öffentlichen Entwicklungsmittel weltweit machen derzeit 160 Milliarden aus. Für Rüstung, Militär haben wir 1600. Das ist die Gewichtung in der Welt. Ich sage, wir brauchen mindestens eine Verdopplung bei den Entwicklungsmitteln. Und öffentliche Entwicklungszusammenarbeit setzt Leuchttürme, Innovationsbrücken. Wir öffnen auch natürlich Türen zu Regierungen, die sehr problematisch sind. Ich treffe dieser Tage den Präsidenten aus Uganda. Soll ich ihn treffen oder nicht? Ja, natürlich werde ich ihm sagen, dass die Zustände untragbar sind. Aber helfe ich den Menschen, wenn wir rausgehen oder nicht? Das ist also die öffentlichen Gelder. Wir setzen Leuchttürme. Beispielsweise eine Welt ohne Hunger, Innovation im Agrarsektor über unsere Innovationszentren in diese Länder zu bringen. Aber die zweite Komponente muss sein, dass wir Entwicklungszusammenarbeit auch zur Wirtschaftspartnerschaft machen. Wenn ich an Afrika denke, Herr Rudischhauser, eine Verdopplung der Afrikanerinnen und Afrikaner in den nächsten 30 Jahren. Diese Menschen brauchen Arbeit und Zukunft. Beispiel Ägypten habe ich das angedeutet. Und dazu brauchen wir die Privatwirtschaft. Von 400.000 deutschen Firmen sind nur 1.000 in Afrika engagiert, obwohl das riesige, auch Win-Win-Situationen, Märkte sind. Das modernste Solarkraftwerk der Welt steht in Vasasate, gebaut mit 37% deutschem Geld. Die Turbine kommt von Siemens und die 550.000 Parabolspiegel, die kommen aus Furt im Walde von einer Firma. Energie ist der Megatrend. Afrika braucht Energie, unsere Technologie. Wir können das schaffen mit privaten Geldern, privaten Firmen, Win-Win-Situationen. Und dazu brauche ich Ihre Unterstützung. Wir brauchen neue Instrumente, um die deutsche Wirtschaft dorthin zu bringen. Und deshalb habe ich eine Agentur Wirtschaft und Entwicklung gegründet. Aber wir müssen das Investitionsrisiko absichern durch die Ausweitung von Hermes. Dazu brauche ich den Finanzminister. Der dritte Punkt, ich will es nicht zu sehr ausdehnen, ist, dass wir Entwicklungsländer nicht ausbeuten, sondern als Partner betrachten. Sie kennen mein Textilbündnis. Für diese Jeans, die Sie anhaben, bezahlen wir $3 an Warenwert vor Ort. Und wir sind nicht bereit, existenzsichernde Löhne zu bezahlen. Auch nicht für das Öl, das wir aus Nigeria abpumpen, oder das Coltan, das wir aus dem Kongo holen, meine Damen und Herren. Und das ist das Thema fairer Handel, faire Wertschöpfungsketten. Diese Länder über den Handel, über Partnerschaft, über Investitionen, über Verarbeitungskapazitäten, Arbeitsplätze, die dort aufgebaut werden, zu entwickeln. Und das muss der Ansatz der Industrieländer sein. 10% besitzen 90% des Vermögens der Welt und 20%, wir und Sie, beuten 80% der Ressourcen aus, um so leben zu können, wie wir leben. Nun bin ich nicht der Entwicklungsminister, der sagt, ich nehme euch das weg. Ich sage nur, wir müssen in der Verteilung neu teilen lernen und diese Wertschöpfungsketten gerecht gestalten. Und der vierte Punkt ist, das sage ich auch, die Afrikaner, aber auch in Indien und in anderen Bereichen, müssen natürlich einen Eigenbeitrag erbringen. Afrika kann sich selber ernähren. Das Potenzial ist da, wenn wir die Despoten zu Demokraten machen. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Dort, wo Good Governance herrscht, haben wir die besten wirtschaftlichen Entwicklungen. Vor kurzem war der Präsident aus Mosambik da, neu gewählt. Dann sage ich zu ihm, du wirst Leuchtturm in Afrika. Gehe den Weg von Good Governance und ich bringe dir deutsche Investoren. Wir machen Mosambik zum Vorzeigestaat. Aber das ist die Voraussetzung und das ist die Bringschuld natürlich dieser Länder. Das sind diese vier Komponenten. Und dann schaffen wir es auch, diese großen Herausforderungen zu lösen. Das möchte ich also schon sagen. Große Herausforderung, aber lösbar in der heutigen Zeit. Vielen Dank, Herr Müller. Noch kurz dazu Frau Weiß. Ich möchte zwei Dinge da nicht vergessen, auf Ihre Frage auch hin.
die ganzen vielen privaten Initiativen, die wir hier in diesem Land haben, ich glaube, da sind wir auch ziemlich an der Spitze weltweit, ob das über Kirchengemeinden ist, ob private Initiativen, das geht auf Augenhöhe. Da kennt man die Menschen in den Partnerländern. Da weiß man, was man da tut und wo jeder Cent dann auch hingeht. Und da gebe ich Ihnen recht, da müssen wir noch pragmatischer, flexibler werden, um da auch diese Privatinitiativen zu unterstützen. Und ich möchte eine Sache erwähnen, die hier bei uns im Bundestag ist, in unserer CDU-CSU-Fraktion gibt es einen Arbeitskreis Afrika, der vor vielen Jahren gegründet wurde, jetzt vom Kollegen Andreas Lemmel, der leider heute nicht hier sein kann, geleitet wird. Und auch da sind die Mitglieder bemüht, eine ganze Menge Kollegen und Kolleginnen machen damit, eben auf unter anderem eine Veranstaltung im Jahr, Africa Meets Business, auch hier afrikanische Länder mit Privatfirmen mit Unternehmen zusammenzubringen, alle Parlamentarier, besonders unserer Fraktion, aufzurufen, dass sie kommen und Unternehmen mitbringen, um Kontakte herzustellen. Und ich glaube, all diese Initiativen, diese kleinen vielen Dinge in der Summe zusammen, geben uns auch eine ganze Menge Hoffnung. Also deswegen machen Sie bitte weiter so und wir versuchen, das möglichst pragmatisch dann über die Bühne zu kriegen. Dankeschön, Frau Weiß. Und nochmal Frau Langer für Ihre Frage. Die nächste Frage, Volker Riel von Miserio. Ich habe dann weiterhin auf dem Schirm den Herrn hier vorne und Sie in meinem Blickfeld. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Volker Riel. Beim Miserio bin ich zuständig hier in Berlin für Afrika und für Nahost. Ich habe eine kurze Frage an Herrn Kleinschmidt und an Herrn Müller. Herr Müller hat eben schon gesagt, Good Governance ist letztlich die Grundlage für eine gute Entwicklung staatlicherseits, wenn es mit einer wirtschaftlichen Entwicklung einhergeht. Syrien, Irak, wir stehen ja vor einem Scherbenhaufen. Es sind im Irak auch große Probleme gemacht worden in der Nach-Amerika-Invasion sozusagen, was die Repräsentanz von ethnischen Gruppen anging. Ich bin auch, ich habe keine Ahnung, wie es in der Richtung weitergehen könnte, dass es dort wieder eine gute Repräsentanz der verschiedenen Bevölkerungsgruppen im politischen Zusammenspiel gibt. Können Sie mir helfen? Vielen Dank. Oh je. Ein Notruf. Ja, wenn wir das wüssten. Also was ich selber beobachtet habe, ist natürlich, dass wir in den Zeiten des 21. Jahrhunderts und einer Vernetzung, aber auch eben durch das Thema globale Migration und Mobilität sehr viele neue Impulse in vielen Ländern auch erleben. Und da kommen wir nochmal zum positiven Effekt von Migration. Viele Leute tragen ja nicht nur Geld nach Hause zurück, sondern auch Ideen und Konzepte. Und als solches müssen wir auch eine vernünftige globale Migrationspolitik als einen Beitrag zu einer Veränderung, sagen wir es mal so, von Governance in verschiedenen Regionen auch sehen. Es geht nicht nur um die 900 Milliarden oder was auch immer an Geld, die zurückgeschickt werden. Es geht auch um ganz neue Lebenskonzepte. Und ich habe das, also Afrika ist natürlich ein schönes Beispiel, wo man immer mehr eigentlich auch die Diaspora erlebt, die zurückkehrt. Ich habe selber 2012 nochmal in Mogadischu als UNO-Koordinator vor Ort sein dürfen, habe dort innerhalb von einem Jahr eine unglaubliche Veränderung erlebt durch lokale Investitionen einerseits, aber auch eben durch rückkehrende Politiker, durch rückkehrende Technokraten, die in die Regierung gegangen sind. Ich sage jetzt nicht, das ist eine fantastische Regierung, sondern ich sage, da ist viel passiert. Die Jugend, die zurückkehrt, die Jugend, die mit neuen Ideen zurückkommt, Technologien, da kommen wir wieder genau über diese Vernetzung, aber da müssen wir auch eine andere Sprache sprechen. Und da ist auch wiederum das erforderlich, dass wir dort diesen Impulsen, die gesetzt werden, durch Incubators, durch Unterstützung auch für Startups und so weiter helfen. Und dann wird diese Veränderung auch von innen kommen und natürlich dann im Zusammenspiel mit einer, sagen wir mal, Investitionspolitik, nicht einer Hilfe, sondern einer Investitionspolitik, glaube ich schon, dass man Veränderungen mittelfristig dann schon unterstützen und auch erleben wird. Das ist dann nicht nur Illusion, sondern Realität. Herr Riel, Ihr Notruf ging an den Minister auch. Wollen Sie es noch ergänzen, Herr Müller? Ja, das ist natürlich diese Frage, die niemand beantworten kann, Syrien, Irak, wo ist die Lösung? Wir müssen vom Krieg zum Waffenstillstand, da waren wir schon ein Stück weit, zur Stabilität kommen. Ich spreche nicht vom Frieden. Und Experten, die diese Länder viel besser kennen wie ich, die sagen, es wird uns 10 oder 20 Jahre oder länger beschäftigen. Ich sage,
Waffenstillstand, Stabilität und die Genfer Verhandlungen und die Weltstaatengemeinschaft wird dann den Punkt kommen, wo es dann die Frage ist, was bietet man den verschiedenen Gruppierungen an? Bleibt die Einheit oder kommt es zu einer Aufteilung und dann zur Sicherung von bestimmten Zonen? Das sind ja die Themen, was Syrien und Irak anbetrifft. Was Syrien anbetrifft. Den Irak, möchte ich sagen, halten wir natürlich an der Einheit fest und am Wiederaufbau, an der Befreiung. Und dies erfolgt auch im Augenblick. Wenn Sie die Karte anschauen, die ich hier habe, ich habe sie gerade vergraben, wir haben schon viele Städte, die wieder befreit sind. Hier tobt ja in erster Linie der IS. Und hier gibt es ja eine sozusagen eine Weltkoalition. Aber hier gibt es schon wieder befreite Gebiete. Tigris ist ein Beispiel und andere in der Sinjar-Region. Und hier können wir jetzt bereits mit Wiederaufbau und Rückführung beginnen. Kleinschmidt, noch ganz kurz. Ganz kurz, es hat Ansätze gegeben. Ich kann mich an Bosnien erinnern, wo man durch das Konzept der Open Cities kleinere Gemeinschaften, Städte, Gemeinden in Anführungsstrichen damit belohnt hat, dass sie oder versucht hat, sie zu belohnen dafür, dass sie Offenheit zeigen. Ich meine, das sind auch solche Dinge in diesem Kontext, wo man eben auch überlegen muss, wann interveniert man mit was, im Grunde dafür zu belohnen, in Anführungsstrichen, dass man in irgendeiner Form den Waffenstillstand einhält. Und da müssen wir dann eben auch schnell und flexibel arbeiten können. Und das fehlt uns im Augenblick noch ein bisschen, da schneller reingehen zu können, weil die ganzen Stabilisierungsprogramme, dafür gibt es auch bestimmte Mittel, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, trotz allem ein bisschen zu lange brauchen. Da muss man ganz, ganz schnell reingehen und sagen, ja, hallo, ihr habt jetzt hier das geschafft, nicht aufeinander für eine Woche zu schießen, jetzt passiert was. Und das haben wir noch nicht. Das soll aber kommen, hoffe ich. Dankeschön, Herr Kleinschmidt. Die nächste Frage geht an den Herrn in der ersten Reihe mit Dolmetscherin. Das geht, ja. Geht. Ja, mein Name ist Steffen Helbing. Ich bin selbst gehörlos und arbeite beim Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gelsenkirchen, Berlin-Brandenburg. Und es ist sehr interessant, das Thema heute, worüber gesprochen wird, viele Neuigkeiten. Und mich freut auch, mich interessiert, ich selbst bin ja auch bei dem Thema Flüchtlinge engagiert, jetzt Irak, Syrien und so weiter. Und das ZFK, das macht halt viel Bildung, Medienbereich und so weiter. Und wir haben halt, also wir arbeiten da sehr viel ehrenamtlich, wenn Flüchtlinge kommen, dass wir uns um die kümmern, um Gehörlose. Und die sagen, sind halt auch ganz begeistert, dass... Und Sie sagen halt auch, diese Flüchtlinge, ach, jetzt ist mir ja auch ganz klar, wie ihr mich hier unterrichtet und gebildet habt, und die würden auch gerne wieder zurück ins Land gehen, in ihr eigenes, um dort die Bildung mitzunehmen, die wir ihnen hier beigebracht haben. Und es hat bisher auch ganz gut geklappt. Und ich wünsche mir halt, da halt auch mal Konzeptideen einzubringen, dass das in Afrika auch umgesetzt wird, dass nicht nur halt die Flüchtlinge nicht alle nach Europa kommen, sondern dort, dass im Land bleibt die Bildung, die dort unterstützt werden und dort aufgebaut werden im Gehörlosen. Bereich und die dort gebildet werden, um selbstständig zu werden und auch ihre Zukunft halt selbst umzusetzen. Und das wäre schön. Aber hier für mich ist halt schwierig mit den Anträgen, weil ich immer wieder zu einer Stelle geschickt werde und wieder zur anderen und habe großen Zeitverlust und würde es halt gern angehen und weiß halt nicht so richtig, wo man da rankommt an die Anträge und wie man da Projekte realisieren kann. Ja, da würde mich gerne interessieren, wie man das schnell lösen kann, da ranzugehen und Projekte zu machen, ja. Mhm. Dankeschön, Helbing. Also einerseits die Frage nach dem direkten Zugang und andererseits aber auch der Punkt Hilfen für Rückkehrer, wenn ich es richtig verstanden habe. Meine Herren, Frau Weiß, Frau Pfeiffer, Weiß, Rat. Nur zu diesem Thema, wie wird vor Ort gearbeitet? Hervorragende Arbeit, weil ich sie selber auch gesehen habe, zum Beispiel in Afrika macht die Christoffel-Blinden-Mission. Sehr, sehr viel mit, nicht nur mit Blinden, sondern mit behinderten Menschen in jeglicher Beziehung, vor allen Dingen auch mit Kindern. Also wir haben da schon Ansprechpartner auch vor Ort, das kann man
mit Sicherheit gerade in Entwicklungsländern oder auch gerade in Afrika noch sehr viel aufbauen, weil wir dort wissen, dass die Menschen, die Kulturen, die Traditionen mit Behinderten heute noch ganz anders umgehen, als wir es mittlerweile tun. Insofern bin ich sehr froh, dass CBM vor Ort ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das Potenzial in dem Zusammenhang noch sehr hoch. So viel zu diesem Thema. Herr Helbing hat noch eine Nachfrage. Also ich muss dazu auch noch sagen, also in der Region Afrika, da gibt es halt viele Probleme, weil ich das halt sehr viel mitkriege über Facebook auch, dass die Gehörlosen gerne dann auch jemanden Betroffenen dort haben möchten, der auch selber gehörlos ist und nicht jemand, der für uns spricht, sondern dass jemand gehörlos ist, wie ich zum Beispiel, dorthin fahre und sie dort aufkläre und für sie kämpfe, weil ich bin ja selber betroffen und wir auf gleicher Augenhöhe sind und die das dann auch besser verstehen, weil es bisher immer schief lief, wenn jemand das für uns gemacht hat. Also da gab es auch viele Hilferufe. Ist angekommen, ne? Dankeschön. Herr Helbing, ich habe als Nächsten den Herrn Visavi und danach Ihr Nachbar. Ja, guten Abend. Mein Name ist Riyad Othman von Medico International. Ich arbeite als Nahostreferent mit Schwerpunkt Israel-Palästina, allerdings nicht Syrien. Ich habe zwei Fragen. Herr Minister Müller hat zweimal von Afrika als Partnerkontinent gesprochen und meine Frage wäre, Sie haben unter anderem die Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger erwähnt. Meine Frage wäre, müsste das nicht auch einen Abbau von Handelshemmnissen mit sich bringen, denn in Afrika Produktion oder Produktivität und Industrie aufzubauen, die dann gar nicht wirklich exportiert werden kann, aufgrund von viel zu hohen Schutzzöllen und protektionistischer Politik, von beispielsweise durch EU-Agrarsubventionen und so weiter. Wo soll da der Markt herkommen für afrikanische Produzenten? Das wäre meine eine Frage. Die andere Frage bezieht sich auf die Situation im Nahen Osten. Wenn man sich anschaut, wie viele Flüchtlinge jetzt Libanon aufgenommen hat, dann würde das auf die deutsche Bevölkerung, wären das 20 Millionen, wenn wir so viele Flüchtlinge in Deutschland hätten, wie der Libanon beherbergt. Also wo soll für die Leute die Arbeit herkommen? Vielen Dank. Herr Rudeschauser hat gleich angebissen bei Ihrer Frage. Und ich glaube, Herr Kleinschmidt kann zum Thema Markt auch was sagen. Und Herr Müller vielleicht. Ja, ich würde gerne das aufgreifen, was Sie gesagt haben zum Handel, aber auch was Sie, Frau Lang, gesagt hatten zum Privatsektor. Ich hatte in meinem Vortrag ziemlich viel über Militär und Sicherheit gesprochen. Ich habe einen Punkt ausgelassen, der mir sehr wichtig ist. Und ich sage das auch sehr gern hier in dieser Fraktion. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich auch CDU-Mitglied bin. Und es gibt ja auch in der Entwicklungspolitik Unterschiede. Und Tatsache ist eben, dass die Entwicklungshilfe alleine nicht ausreichen wird und nirgendwo ausreichen wird, wenn wir nicht auch die Privatwirtschaft stärker mit einbinden. Da müssen wir aber sehen, da gibt es durchaus starke politische Kräfte, die es gar nicht so toll finden. Auch meine eigenen Mitarbeiter, und ich bin sicher, bei Herrn Müller im Ministerium gibt es Leute, die Gänsehaut kriegen, wenn es heißt, mit dem Privatsektor zusammenzuarbeiten. Aber Tatsache ist, dass wenn es uns nicht gelingt, den Privatsektor stärker in die Entwicklungshilfe mit einzubinden und die Potenziale zu nutzen, dann werden unsere 160 Milliarden oder selbst unsere 320 Milliarden, wenn wir es verdoppeln, nicht ausreichen, die Länder so schnell voranzubringen, wie sie eigentlich müssen. Da sind wir einfach noch nicht gut drin. Das gilt praktisch für alle Geber. Da kann ich, glaube ich, kann man kaum jemand ausnehmen. Das heißt, wir müssen die Entwicklungspolitik insgesamt ganz wesentlich erweitern in Richtung stärkere Einbeziehung des Privatsektors. Und dasselbe gilt für den Handel. Was Sie gerade gesagt haben, gilt leider für Afrika gar nicht. Alle afrikanischen Länder haben vollkommen zollfreien Zugang zur Europäischen Union. Wir geben den Afrikanern das beste Handelsregime, was es weltweit gibt. Wir erlauben ihnen nämlich, Zölle zu erheben, so viel sie wollen, und erheben unsererseits null. Es gibt keine Mengenbeschränkungen und keine Zölle für afrikanische Produkte in Europa. Es gibt schon Probleme, das will ich nicht
verheimlichen. Es gibt, weil wir unsere eigenen sehr hohen Verbraucherschutzstandards haben und Produktstandards haben, gibt es schon Schwierigkeiten, den Handel gerade mit Afrika zu befördern. Und da arbeiten wir auch dran. Wir geben zusammen als EU pro Jahr 10 Milliarden Geld aus Handelshilfen, Aid for Trade, als EU nur 10 Milliarden in Afrika, Aid for Trade. Da ist auch Deutschland sehr stark beteiligt. Wir tun alles, um im Grunde die Afrikaner in die Weltwirtschaft einzubinden. Aber das ist, wie gesagt, nicht allgemein akzeptiert. Auch hier im Bundestag werden Anträge eingebracht, dass wir die Handelsabkommen mit, dass Deutschland die Handelsabkommen mit Afrika, die tatsächlich wirklich dafür dazu da sind, den Handel zu befördern, dass diese Abkommen nicht unterschrieben werden sollen. Also ich sage das jetzt hier sehr gerne und sehr deutlich, weil ohne Handel und ohne Privatinvestitionen schaffen wir das in Afrika nicht. Herr Rudischhaus hat es nochmal verdeutlicht. Ich habe ja von den vier Komponenten gesprochen. Öffentliche Gelder, Privatinvestments. Ich habe das Beispiel des Sonnenkraftwerkes in Marokko, das für 1 Million Menschen Energie liefert. Und neben Ernährung ist Energie die Überlebensfrage für diese Menschen und auch für uns. Auf welcher Basis erfolgt dies? Und der Handel. Über den Handel, den wir intensivieren müssen, auf partnerschaftlicher Ebene. Was Herr Rudischhauser gesagt hat, kann ich nur unterstützen. Und da müssen zunächst einmal, Afrika ist ja nicht Afrika. Das sind 54 Länder, unterschiedliche Klimazonen, unterschiedliche Bedingungen, Aufsteigerländer, die sehr erfolgreich sind mit Ressourcen, aber auch schon mit beginnenden, sage ich mal, Industrialisierung. Diese Staatengruppen müssen sich zu Wirtschaftszonen zusammenschließen, was ja erfolgt. ECOWAS ist eine davon, zu Währungszonen und den eigenen Markt stärken. Aber dann natürlich unsere Unterstützung. Und da komme ich nochmal auch zu unserem, neben den Investitionen, zu unserem Thema Wertschöpfungsketten. Denken Sie das nochmal in der ganzen Linie. Wenn wir aus Nigeria für 45 Milliarden die Weltgemeinschaft, nicht nur Deutschland, Öl beziehen, dann stellt sich die Frage, was bleibt vor Ort? Oder wenn wir für 99 Cent das Kilo Bananen aus Afrika oder aus anderen Ländern Südamerika beziehen, dann stellt sich die Frage, was lassen wir vor Ort? An der Stelle müssen wir, sage ich mal, den Handel fair mit sozial-ökologischen Mindeststandards unterlegen und in diesen Ländern, das ist auch ein Ansatz der Entwicklungspolitik, die Verarbeitungsstrukturen, Wertschöpfungsstrukturen vor Ort aufbauen, nicht nur Ressourcen nehmen, ausbeuten, keine fairen Preise bezahlen, damit wir unseren Wohlstand frönen, sondern diese Ketten, die Menschen vor Ort an der Wertschöpfung wesentlich stärker beteiligen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und da läuft auch sehr, sehr viel. Ich bin da durchaus positiv und optimistisch. Schauen Sie, wir machen mit der Digitalisierung heute Sprünge, Jahrhundertsprünge. Die letzten 5 Jahre haben 700 Millionen Afrikaner sich ein Handy besorgt. 700 Millionen. Davon in etwa die Hälfte Smartphones, die gehen ins Internet. Es eröffnet ganz neue Möglichkeiten, auch der wirtschaftlichen Kooperation, der Ausbildung und vieles mehr. Ich war an der Panafrikanischen Universität, man muss es auch mal, wenn man das so sieht, da sitzen 600 Studentinnen und Studenten vor mir und denen haben wir ein Institut für Energiewirtschaft sozusagen finanziert. Und das hat mich sehr beeindruckt, denn sie hatten mich gebeten, ob ich ihnen Bibliothek, Bücher der Deutschen Technischen Universitäten, alles, was Lehrmaterial ist und so weiter, mitbringe. Da habe ich gesagt, kein Papier, ihr überspringt 50 Jahre. Ihr bekommt Zugang zu den Deutschen Technischen Universitäten per Mausklick. Und ich möchte von euch den ersten Nobelpreisträger in Konkurrenz zur TU Aachen oder TU Münden. Und der kommt aus diesen Gruppierungen. Das sind begeisternde, junge Leute. Die wollen was bewegen, die sind motiviert. Und da gibt es riesige Chancen. Aber wir müssen sie partizipieren lassen und entwickeln. Und ich sage an der Stelle, ich bin überzeugt, denken Sie mal 25 Jahre zurück, Osterweiterung, der Ostblock.
wo es hier in Deutschland hieß, jetzt kommen Millionen Polen und Tschechen und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die kommen doch alle in die Europäische Union, die wollen doch alle unsere Arbeitsplätze. Wir haben ein Entwicklungsmodell in Europa umgesetzt. Standards, die europäischen Standards für Unterstützung. Und Polen, Tschechen, die 10 mittelosteuropäischen Staaten haben eine Entwicklung geschaffen. Das ist eigentlich ein Wirtschaftswunder. Und die Menschen haben eine Bleibe, sie haben Zukunft und sie haben auch sich Wohlstand erarbeitet. Das wird und muss uns mindestens in der MENA-Region im nordafrikanischen Bereich gelingen. Tunesien ist ein gutes Beispiel. Marokko ist auf gutem Weg. In Tunesien sind bereits 350 deutsche Firmen aktiv. Also ich wollte ein paar Positivsignale setzen. Ich würde gerne noch mal nachfragen. Ich hatte die Frage so verstanden, dass es ja speziell auch um den Blick in den Nahen Osten geht. Libanon wurde genannt. Ihre Antworten hingen jetzt sehr an Afrika. Wie sieht es denn aus mit dem Marktzugang im Nahen Osten? Im Augenblick halt natürlich viel mehr Menschen brauchen Arbeit. Im Grunde gibt es ja Arbeit, weil man mehr Menschen hat. Man muss aber auch da ein bisschen rausdenken. Dann kommt nochmal der Wechsel des Narrativs dazu. Wir denken, Flüchtling gleich Zelt gleich Nothilfe, eben auch dahin zu kommen, dass eben die Welt zum Beispiel im Augenblick 800.000 Programmierer braucht. Es gibt also jetzt Pilotprogramme im Nordirak, in der kurdischen Region, wo die ersten 100 Programmierer direkt in die Wirtschaft rein ausgebildet werden und auch ihre Jobs schon haben. Die Ausbildung können sie direkt finanzieren durch die ersten Jahresgehälter, die sie bekommen. Genauso wird jetzt gerade in Jordanien im King Hussein Business Development Park werden die ersten 40 Programmierer ausgebildet, 20 Jordanier, 20 Syrer. Skalierbar auf etwa 100 bis 150.000 Programmierer, die Jordanien brauchen könnte, um das als Exportware im Grunde, nicht den Menschen, sondern das Know-how anbieten zu können. Das kann man heutzutage mit Intensivkursen, mit Reboot-Camps und wie es auch immer heißen mag, innerhalb von einigen Monaten schaffen. Das ist nicht mehr die alte Denke, wir müssen hier einen Arbeitsplatz schaffen vor Ort, wo der mit einer Maschine zusammenhängt, sondern es ist heutzutage wiederum die Vernetzung, die viel davon schafft. Also müssen wir rauskommen aus dem Denken, hier ist der arme kleine Flüchtling, der dann irgendwie zum Tischler ausgebildet wird oder vielleicht zum Friseur. Darum geht es heute nicht mehr. Die Welt ist vernetzt und das bietet unwahrscheinliche Chancen und Globalisierung im Grunde der Arbeit gehört uns allen. Ja, vielleicht noch dazu, dass wir da auch immer schön im Gleichgewicht bleiben. Wir neigen dazu und auch die Medien machen es ja auch hier so in unserem Land, also auch immer wieder kommt es ja durch, auch in Gesprächen. Die Flüchtlinge, die eine gute Ausbildung haben, die wir hier auf dem Arbeitsmarkt brauchen, die sollen ruhig kommen. Ich meine, da diesem Irrtum dürfen wir bitte nicht erliegen. Dass wir jetzt sagen, wir suchen uns mal wieder als reiches Land die Guten aus und die anderen lassen wir dann vor irgendwelchen nationalen Grenzen verkommen. Ein zweiter Aspekt, der mir auch wichtig ist, ist auch, man sagt da Brain Drain zu, dass wir auch nicht hingehen und sagen, wir holen uns aus den Ländern, aus den Entwicklungsländern, aus den Partnerländern oder auch aus den Schwellenländern die gut ausgebildeten Menschen hierher. Wir brauchen etwa 200.000 Menschen als Arbeitsmigranten jährlich hier in diesem Land, um im Rahmen unseres demografischen Wandels unsere Situation aufrechtzuerhalten. Wer soll uns alle irgendwann mal pflegen, wenn wir nicht Menschen aus dem Ausland? Jetzt kommen viele davon ja hin. Die müssen wir aber auch bitte dann auch hier ausbilden. Und zwar möglichst von Anfang an mit dem Bezug, dass die dann auch wieder zurückgehen in ihre Heimat, weil sie dann mit dem, was sie hier gelernt haben, auch in ihren Heimatländern wieder was anfangen. Das gehört auch zum Fluchtursachenbekämpfen dazu. Nicht nur die Besten einfach hier hinholen und sagen, die können wir brauchen, die anderen außen vor lassen, sondern das, denke ich, ist auch unsere zentrale Verantwortung, gute sicherlich hier hinkommen zu lassen, auszubilden, aber dann auch die Rückkehr dann wieder ermöglichen und die auch zu forcieren. Dankeschön, Frau Weiß. Ich habe noch zwei Fragen, bevor wir dann hier die Schlussrunde einleiten. Und zwar ist das der Herr, der schon auf dem Weg zum Mikrofon ist und dann hier vorne noch. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Bernd Leitner. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Afghan Credit Guarantee Foundation und Geschäftsführer des Credit Guarantee Fund Tadschikistan. Beides sind sozusagen Bürgschaftsbanken, die in den jeweiligen Ländern Banken aussuchen, trainieren, beraten und dann Kredite an kleine und mittlere Unternehmen fördern.
Das Afghanistan-Projekt ist vom BMZ mitgegründet worden. Und dort haben wir bisher 4.500 Unternehmen mit sehr guter Portfolioqualität finanzieren helfen. Und ich erinnere mich, dass in den 90er Jahren es das unter dem Titel Personelle Zusammenarbeit im BMZ das Instrument der Rückkehrerförderung gab. Und das passt jetzt genau in diesen Zeitpunkt der Diskussion. Meine Frage ist, ob das BMZ sich überlegt, ein solches Instrument wieder aufzulegen. Damals wurde das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht nur positiv gesehen, weil es auch unter dem Label lief, dass die Migranten wieder zurückgeführt werden sollten. Heute wird das positiver diskutiert durchaus. Und solche Institutionen wie wir, die dann Unternehmen fördern könnten, Unternehmensgründungen fördern könnten und somit das Know-how der Menschen, die hier ausgebildet wurden, studiert haben, gearbeitet haben, somit wieder für ihre eigenen Länder nutzbar gemacht werden können. Und solche Bürgschaftsbanken wie wir könnten da durchaus eine Rolle spielen dabei. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Leitner. Da das BMZ angesprochen war, gucke ich Sie an, Herr Müller. Ja, wir entwickeln ein solches Rückkehrförderprogramm. Frau Löbel ist da voll dabei. Das können Sie gleich persönlich vertiefen, wie wir da am besten das Ganze gestalten. Ja, nur ganz kurz, wir arbeiten an demselben Thema und zwar gerade im Rahmen dieses Afrika-Treuhandfonds, in den auch Deutschland eingezahlt hat. Da sind schon eine ganze Reihe von Projekten jetzt aufgelegt worden, die Rückkehr fördern, freiwillige Rückkehr fördern und Reintegration fördern. Das machen wir. Das Projekt ist, wie gesagt, ist erst vor ein paar Wochen unterschrieben worden, läuft schon in Äthiopien zum Beispiel. Also das ist sicher eine ganz große Priorität, weil es eben auch eine der Prioritäten des Valletta-Gipfels im November war. Wie bringen wir es fertig, dass die Länder erstens bereit sind, Flüchtlinge zurücknehmen, vor allem illegale Migranten zurücknehmen, vor allem auch Wirtschaftsflüchtlinge. Und wenn die Länder bereit sind und diese Bereitschaft, die müssen wir uns, seien wir ehrlich, zum Teil ein bisschen erkaufen, aber dann können wir eben auch den einzelnen Flüchtlingen oder zum Beispiel den Kommunen Mittel zur Verfügung stellen, um diese Leute wieder zu integrieren, in Arbeit zu bringen und so weiter. Das sind sehr schwierige Projekte, das will ich gar nicht verschweigen. Das sind sehr, sehr schwierige Projekte, aber es ist eine ganz hohe Priorität für uns, gerade für den Treuhandfonds für Afrika, also vor allem für die Länder, aus denen viele illegale Wirtschaftsflüchtlinge kommen. Dankeschön. Ich freue mich, dass sich unser Panel spontan erweitert und Dagmar Wöldi dazu auch noch was sagen will. Ich wollte es eigentlich nur ergänzen mit einem Satz. Ich glaube, gerade die Umsetzung Vallettas oder die Vereinbarungen waren deswegen so schwierig gewesen, die afrikanischen Länder dazu zu bekommen oder die Afrikanische Union hier die Migranten zurückzuübernehmen, weil die größte Einnahmequelle der Länder natürlich die größtenteils die Rücküberweisungen sind von den Migranten in ihre Länder. Die Rücküberweisungen in den afrikanischen Ländern sind heute in höherem Betrag als die ganze Entwicklungsgelder der ganzen Welt. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, afrikanische Länder davon zu überzeugen, dass es besser für sie ist, hier Wirtschaftsleistung oder Studenten oder sonst irgendetwas und anstelle dann auf ihre Rücküberweisungen zu verzichten. Deswegen müssen wir mal schauen, ob es klappt. Vielleicht darf ich da nur sagen, es gilt ganz genauso im Nahen Osten. Pakistan ist eines der am unwilligsten Länder, Flüchtlinge zurückzunehmen, weil sie tatsächlich die Regierung auf diese Rücküberweisungen zählt und einfach blockiert. Also das gilt für den Nahen Osten ganz genauso wie für Afrika. Mhm. Vielen Dank. Eine interessante Ergänzung. Die letzte Frage geht an Sie, mein Herr. Danke sehr. Mein Name ist Uli Schmid. Ich berate zusammen mit dem Herrn Kleinschmidt das österreichische Innenministerium im Rahmen der IPA. Tatsächlich komme ich vom World Food Program, wo ich die 15 Jahre in Krisenregionen auch dieser Welt war. Ich möchte ganz kurz eine Bemerkung aufgreifen, die Herr Rudischhäuser gemacht hat. Und zwar, Sie sprachen von der Vermischung von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe. In einem Halbsatz. Das führt mich zu der Frage,
Wir haben in unseren Organisationen, der UN-Organisation, ebenso wie in vielen NGOs, eine strikte Abgrenzung der Mandate. Wir haben unsere, nicht nur unsere Ressourcen, unsere humanitären Ressourcen, wir haben unsere Systeme, wir haben in verschiedenen Organisationen Systeme entwickelt, die eben auch weiterführen könnten, die weiterhin angewandt werden könnten, über das unmittelbare Mandat raus. Wir Gilan Kleinschmidt und ich, wir kennen uns seit 1993, seit Somalia, über die ganzen Jahre weg. Wir hatten aber beruflich, Kilian war beim UNHCR, ich beim Welternährungsprogramm, beruflich haben wir uns nicht mal unterhalten, weil es war eine Abgrenzung da zwischen den beiden Organisationen. Nun hat zum Beispiel das World Food Program eine hochentwickelte, hochkomplexe System entwickelt, die Bedürftigen in den Zielländern für die Nahrungsmittelversorgung zu definieren und die Lebensmittel in einem so einen Cash-and-Voucher-System, also Cash-Based Transfers, zu verteilen. Dieses System ließe sich zum Beispiel nutzen, nicht jetzt nur für die Nahrungsmittelverteilung, sondern zum Beispiel auch für die Ansiedlung von Wiederansiedlung in den Herkunftsländern. Man könnte über diese Systeme Baumaterialien vertreiben, man könnte über diese Systeme Wirtschaftsunternehmen ansiedeln und Bezahlung machen. Meine Frage an Herrn Minister Müller wäre dann, inwieweit könnte die Bundesregierung einwirken auf diese Organisation, ihre Systeme, ihre Tools, ihr Know-how zu öffnen, über ihr unmittelbares Mandat hinaus, eben um auch jetzt um die Fluchtursachen zu bekämpfen, was jenseits ihrer Aufgaben ist. Danke sehr. Da habe ich eine ganz zielführende Antwort. Ihr Freund Kleinschmidt neben mir ist Berater des BMZ und der wird Ihnen das erklären, wie wir das machen. Aber es gibt auch noch Herrn Rudischhauser. Ich wollte nur noch mal klarstellen, was ich gesagt hatte. Die Situation ist folgende. Zurzeit ist unser Amt für humanitäre Hilfe in Brüssel, was ja einer der größten Geber ist für humanitäre Hilfe. Unser Amt für humanitäre Hilfe gibt 80% der Mittel und 80% der Ressourcen aus für langanhaltende Krisen, jahrelang, jahrzehntelange Krisen. Das heißt, die haben oft gar keinen Spielraum mehr für kurzfristige Krisen, um überhaupt noch Mittel zu mobilisieren. Und daraus, und das hatte ich ja auch vorhin erklärt, wir müssen diese Grenzziehung, diese alte klassische Grenzziehung auflösen. Das führt auch dazu, dass wir auch in den Vereinten Nationen zu Organisationsänderungen kommen müssen. Wir müssen Entwicklungshilfe und die humanitäre Hilfe neu integrieren. Dazu war ja gerade der Gipfel in Istanbul zur World Humanitarian Summit. Und da ist jetzt wirklich ein Paradigmenwechsel da. Der muss jetzt noch umgesetzt werden, aber der ist unbedingt wichtig, damit die Entwicklungshilfe begleitend mit humanitärer Hilfe schon von Anfang an da sein kann und nicht diese alte Abfolge, die Humanitären gehen raus und dann kommen Entwicklungshilfeleute rein. Das müssen wir loswerden. Dankeschön. Die letzte Runde, meine Damen und Herren, spielt nochmal hier oben. Es gab schon eine ganze Reihe von Fragen, wo die Angesprochenen ein bisschen geseufzt haben und gesagt haben, boah. Und ich glaube, das wird jetzt die schwierigste Runde, nämlich eine ganz grundsätzliche Runde. Selbst wenn es eine optimale Entwicklungspolitik gäbe, wir werden wohl immer Bürgerkriege haben, es wird immer illegale Migration geben. Herr Kleinschmidt, welches sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten strategischen Weichenstellungen für die Zukunft? In Kürze bitte. Okay, versuchen das ganz kurz zu fassen. Gut, wir sind alle darüber einig, rechts, links, Mitte, sonst wo, wir müssen mehr in den Herkunftsregionen tun. Das ist schon mal ein gemeinsamer Nenner. Das Zweite ist aber, und das kommt jetzt immer wieder uns heran und wird an uns herangetragen, wir haben Interesse, wir haben Mobilisierung, aber es fehlen uns weiterhin bestimmte Instrumentarien, um die Ressourcen und die unglaublichen Ressourcen und das Know-how der Welt wirklich gerechter zu verteilen. Das heißt, Geld ist irgendwie da, Kreditabsicherung, Investitionsabsicherungsinstrumentarien, die MIGA, wie sie alle heißen, aber sie seufzen alle, weil sie sagen, wir finden eigentlich vor Ort kaum die Umsetzungsstrukturen. Wenn ich ein Wirtschaftler bin, wenn ich ein Unternehmer bin, dann traue ich der Regierung nicht, dann muss ich wieder mit irgendjemandem vor Ort zusammenarbeiten, den kenne ich auch nicht. Also müssen wir uns wirklich überlegen, wie kann ich dem Bürgermeister von
von Böblingen oder Sindelfingen dabei helfen, dass er seine Kapazitäten von seiner Stadt irgendwo hinträgt. Also Umsetzungsstrukturen sind einfach ganz wichtig und dringend. Und ich glaube, unsere Instrumentarien von der Ressource her stimmen, aber in den Zielregionen müssen wir noch ganz anders arbeiten. Und die Antwort ist eben nicht nur jetzt zu sagen, die Hilfsorganisationen werden es schon richten, wenn wir ihnen das zur Verfügung stellen. Da muss irgendwas anderes noch erfunden werden. Und ich glaube, wir sind ganz dicht dran. Das ist gewagt. Herr Rudeschauser, den Nahen Osten zu stabilisieren, die südliche Gegenküste des Mittelmeers, unsere Gegenküste, ist eine Mammutaufgabe. Lösen Sie die doch mal bitte kurz. Nein, aber welche Gesamtstrategie gibt es da in der EU und spielt das vielleicht auch eine Rolle bei diesem Papier, das Sie erwähnten, an dem die Kommission derzeit arbeitet? Insgesamt, das hatte ich ja angesprochen, geht es darum, dass wir noch stärker die Krisenursachen bekämpfen. Jetzt gehe ich mal wirklich nicht auf die, sagen wir mal, Klimakrisen und andere ein, sondern mehr auf die menschgemachten Krisen. Und da fehlen uns im Moment zum Teil einfach noch die Instrumente. Ich habe es ja schon gesagt, die EU hat keine militärischen Kapazitäten im Moment anzubieten, obwohl das in manchen Bereichen einfach notwendig wäre. Es ist im Moment so, dass es wird vorausgesagt, dass 2030 60% der ganz Armen der Welt in fragilen Ländern leben. Das heißt ganz klar, dass die Entwicklungsherausforderung zunächst sein muss, die Fragilität in den Griff zu kriegen, damit überhaupt Entwicklung stattfinden kann. Und das heißt für die Entwicklungshilfe eine Verbreiterung des Instrumentariums und auch Instrumente außerhalb der Entwicklungshilfe. Da ist meiner Ansicht nach auch die EU gefordert, sich möglicherweise längerfristig auch Kapazitäten im Sicherheitsbereich bis zum Militärbereich zu schaffen, wenn sie ihre Investitionen in die eigentliche Entwicklungshilfe sinnvoll absichern will. Das ist eine Frage der sinnvollen Absicherung. Deshalb bin ich schon der Ansicht, das ist das eine ganz wichtige Thema, an dem wir arbeiten müssen. Und das andere, und das gilt für den Nahen Osten genau wie für Afrika, wir müssen auch davon wegkommen, immer nur Entwicklungshilfegelder zu denken. Die reichen sowieso nicht. Uns werden sie ausgehen vor 2020, da bin ich sicher. Aber es ist ein Fehler, nur an Entwicklungshilfegelder zu denken. Wir hatten letztes Jahr in Addis Abeba so eine Insider-Konferenz, aber eine weltweite, bei der ganz wichtige Sachen beschlossen worden sind und vor allem ein Paradigmenwechsel, der besagt, Entwicklungsgeld allein tut es nicht. Was wir brauchen, ist, wir müssen andere Geldflüsse aktivieren für die Entwicklungsziele. Und das ist eben Handel, das ist Privatsektor, das sind Rücküberweisungen, das sind Investitionen, Direktinvestitionen, das sind neue Handelsregimes, also den Handel dafür nutzbar machen. Und es ist auch die Verbesserung der eigenen Ressourcenbasis. Die meisten Entwicklungsländer, und das gilt auch für so ein Land wie Afghanistan, haben kaum Steuereinkommen. Deshalb sind die so abhängig vom Ausland. Und wenn wir es nicht schaffen, dass diese Länder auch eine vernünftige Steuerpolitik kriegen und selber Ressourcen einnehmen, dann wird die Entwicklungshilfe nicht reichen. Als Beispiel, man sagt, dass aus Afrika allein etwa 1.000 Milliarden an unkontrollierten Geldflüssen rausgehen, gegen etwa 60 oder 80, die reingehen jedes Jahr an Entwicklungshilfe. Da kann man schon sehen, wie die Größenordnungen sind. Deshalb ist die Umsetzung dieser Addis-Agenda, die eigentlich nur die Spezialisten kennen, die ist außerordentlich wichtig. Und da gehören diese ganzen Themen dazu. Wie kann man noch andere Mittel für die Entwicklungsziele mobilisieren? Wie gesagt, das gilt im Nahen Osten genauso wie in Afrika oder in Asien und Lateinamerika. Aber nur so kommen wir in eine Position, dass wir diese nachhaltigen Entwicklungsziele bis 2030 auch nur annähernd erreichen können. Dankeschön. Zu den Spezialisten gehört auf jeden Fall Frau Langer, die nickt nämlich die ganze Zeit, als Sie von Addis Abeba sprachen. Frau Weiß, ich habe vorhin geunkt, es wird immer illegale Migration geben. Das ist ja dann vielleicht auch mal ein schöner Anlass, auf legale Migration zu schauen. Ja, wir haben ja gerade über Arbeitsmigration gesprochen. Da passiert im Bereich der Arbeitsmigration eine ganze Menge. Einmal über ganz viele europäische Programme,
mit jungen Spanischen, also gerade aus Südosteuropa, die hier hinkommen in Mangelberufen, sprich Pflegeberufe, die ich vorhin schon angesprochen habe. Dann auch mit außereuropäischen Ländern, also hier, und da gehe ich mal zurück auf in meine zweite Heimat. Also wir haben zum Beispiel mit den Philippinen ein sogenanntes Triple Win Abkommen abgeschlossen, dass 5000 philippinische junge Menschen als Pflegekräfte ausgebildet in ihrem Heimatland hierher kommen sollen, um hier in Deutschland zu arbeiten, damit sie dann auch von hier aus ihre Familien in den im Heimatland unterstützen können. Das sind gute Programme, haben wir auch mit Vietnam, solche Triple-Win-Programme. Wir haben die Blue-Card-Möglichkeiten, da geht es allerdings schon hin zu den auch wieder guten Berufen mit einem höheren Einkommen. Es scheitert oft im wahren Leben dann an unserer Verwaltung, an den Anerkennungsverfahren, die in allen 16 Bundesländern bei uns unterschiedlich sind, die Berufsanerkennungsverfahren. Wir müssen jetzt sehen, wenn wir jetzt in der Flüchtlingssituation die Menschen in die Arbeit zu bringen, was zur Integration gehört, haben wir gesagt im Integrationsgesetz, wir werden die Vorrangprüfung beim Arbeitsamt für 3 Jahre jetzt erstmal probeweise aussetzen, was ich für eine gute Sache halte. Aber auch da, denke ich, müssen wir auch die einzelnen Menschen in der Bundesanstalt für Arbeit, in den einzelnen Arbeitsämtern anhalten, einfach mal zu sagen, lasst uns ein bisschen flexibler werden, lasst uns ein bisschen pragmatischer mehr werden, lasst uns ein bisschen mehr auf den Menschen gucken und lasst uns doch endlich mal von dieser deutschen Haltung weg. Ich denke erst mal darüber nach, wie kann ich das verhindern, hin zu der Haltung, wie mache ich das möglich? Und ich glaube, dann schaffen wir eine ganze Menge mehr. Dankeschön. Herr Müller, ich wüsste gern zum glorreichen Abschluss, wie denn Ihr Marshallplan für den Nahen Osten aussieht. In 4 Minuten müssen Sie fertig sein, das sage ich vorab. Ich konnte ja eine ganze Menge darstellen und auch vielen Dank für diese unglaubliche Aufmerksamkeit, das muss man auch mal sagen, Ihre tolle Moderation. Und Sie sind ja Journalistin und Sie wissen, Politiker antwortet ja dann nicht immer auf die Frage, die gestellt wird. Darum sage ich jetzt, und Sie wollen auch jetzt nicht meinen Marshallplan hören, den ich natürlich in Vorbereitung habe. Ich freue mich erstens, dass Herr Rudischhauser hier in Berlin Dinge verkündet, die wir lange von Brüssel erwartet haben. Herzlichen Dank, Herr Rudischhauser. Zweitens möchte ich sagen, ich habe vor kurzem eine internationale Studie gelesen. Müssen wir verzweifeln oder ist die Welt heute besser oder schlechter wie vor 50 Jahren, vor 30 Jahren? Die Welt ist heute besser, wenn man Kriege, Konflikte und so weiter. Wir haben Hunderte von Millionen aus Hunger, Elend und Not entwickelt, nicht wir weltweit. Das gibt doch schon mal auch ein Stück Perspektive und Hoffnung. Zweitens, es ist Geld genügend da, um die Probleme zu lösen. Nehmen Sie nur mal die Zahl von Herrn Rudischhauser. 800 bis 1000 Milliarden allein in Afrika, ich sage jetzt mal Steuerbetrug oder Steuerumgehung, Gelder, die transferiert werden. Und dazu haben wir heute im Zeitalter der Digitalisierung natürlich auch Möglichkeiten, die internationalen Multis zu verpflichten, offenzulegen, Transparenzstandards umzusetzen, wo sie denn Steuern bezahlen, wo sie denn Wertschöpfung erzielen und wohin die Gelder fließen. Also hier gibt es ganz neue Möglichkeiten. Die Überlebensfragen von morgen für uns alle sind Sicherung der Ernährung für die wachsende Weltbevölkerung, die Sicherstellung der Energie nicht auf der Basis von Kohle, Öl und Gas, sondern das karbonfreie Jahrhundert und damit das Erreichen auch des Erhalts dieses Planeten, den wir erhalten haben von einem Schöpfer und den wir bewahren haben, zu bewahren haben für kommende Generationen. Und daraus muss sich ein Politikprinzip der Nachhaltigkeit ergeben. Entwicklungspolitik ist heute ein Querschnittsbereich. Wir werden dieses Ministerium auch neu benennen müssen in der nächsten Legislaturperiode. Wir brauchen die Umweltpolitik, wir brauchen den Wirtschaftsminister, wir brauchen Handelspolitik, die neu gestaltet wird nach diesen Vorgaben. Wir brauchen eine international veränderte Agrarpolitik, das möchte ich auch deutlich sagen. Und wir müssen die Welt verstehen. Wir leben in einem globalen Dorf. Wir leben nicht mehr für uns. Wer meint, dieses 1% der Deutschen, die 7% der Europäer, wir könnten um unseren Wohlstand diese Mauern bauen
und wir können sie verteidigen und die anderen lassen wir im Dunkeln, der wird einen hohen Preis bezahlen. Vielen Dank. Als gut zuhörende Journalistin halte ich fest, Gerd Müller hat keinen Marshallplan, trotzdem hat er in den Grundzügen skizziert. Er hat Hoffnung, er hat Leidenschaft, alles klingt nach Löwe von Brüssel. Vielen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren, für Ihr gründliches Zuhören. Besonders gründlich aber hat uns zugehört Dagmar Wörl. Sie haben gesehen, sie ist eine sehr, sehr aktive Zuhörerin. Sie hat ganz viel kommentiert und ich glaube, vieles hat sie bewegt. Die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bei ihr ist das Schlusswort in den besten Händen. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Samrotzki, auch an Sie ein herzliches Dankeschön. Wirklich, wirklich tolle Moderation an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie so lange ausgehalten haben. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, 2,5 Stunden jetzt hier als großes, großes Kompliment. Es ist nicht immer so, aber ich glaube, es zeigt auch die Wichtigkeit und das Interessante an dem Thema. Liebe Sibylle Pfeiffer, vielen herzlichen Dank an deine Arbeitsgruppe, an deine Mitarbeiter, der Vorbereitung, hier allen Teilnehmern, die hier heute gewesen sind. Ich habe unwahrscheinlich viele Punkte mitgeschrieben. Das wäre jetzt alles fast, glaube ich, zu viel, das alles nochmal so zusammenzufassen. Und wollt ihr alles hören? Ne, glaube ich kaum. Nein, ich möchte nur vielleicht eines sagen. Wir haben jetzt heute einen großen Bogen gespannt. Thema war ja Nahe Osten gewesen, wir sind Afrika, wir sind bis auf die Philippinen gekommen und vieles andere mehr. Aber ich glaube, es zeigt deutlich, Entwicklungspolitik ist über viele, viele Jahre unterschätzt worden. Wir sprechen heute selbstverständlich über Fluchtursachenbekämpfung zu sprechen. Jeder sieht das als Hauptlösung an der vielen Konflikte und Krisen, die auf der Welt sind. Und durch die Flüchtlinge, die jetzt gekommen sind, hauptsächlich auch von Syrien, hat die Krisen und die Konflikte ein Gesicht bekommen. Die Menschen haben erkannt, wie wichtig Entwicklungspolitik ist. Und sie haben erkannt, wie wichtig Entwicklungszusammenarbeit ist mit diesen Ländern. Und sie haben auch, glaube ich, erkannt, dass es in Zukunft nicht heißen darf, weniger Entwicklungspolitik, sondern es in Zukunft heißen muss, noch mehr Entwicklungspolitik. Wir haben davon gesprochen, auch wie soll es effizienter auch mit eingesetzt werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt auch für uns wird in der Zukunft sein, Sicherheitspolitik und Entwicklungspolitik noch viel mehr zu vernetzen, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Wir hatten das auch schon im Koalitionsvertrag das erste Mal auch festgelegt gehabt. Und wir müssen schauen, dass wir die entwicklungspolitischen Maßnahmen und die sicherheitspolitischen Maßnahmen in einem europäischen Rudischhauser Gesamtkonzept hier mit verankern. Und Sie haben ganz recht, wenn Sie hier anmahnen, dass es geht nicht an, dass die Sicherheitskräfte, die bezahlt werden von der Europäischen Union, das Notwendige ist auch. Weil wir wissen, dass ohne Sicherheit in einem Land können wir keine Entwicklungsarbeit machen. Dass diese Gelder aus dem Entwicklungshilfetopf bezahlt werden. Weil dieses Geld fehlt ja wieder auf anderer Seite. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, wenn es um die neuen Haushaltsverhandlungen geht. Da müssen auch wir, auch Entwicklungspolitiker, bei unseren Kollegen, den Finanzpolitikern, glaube ich, ein ganz, ganz großes Augenmerk darauf richten, dass das auch zukünftig hier in diesem Bereich mit geändert wird. Herausforderung. Für die nächste Zeit wird es viele geben. Wir werden mit Themen konfrontiert werden, wo wir momentan noch nicht so stark mit konfrontiert auch sind. Wir werden uns mit El Nino ganz sehr stark beschäftigen müssen, wenn die große Dürrekatastrophe jetzt wieder auf uns zukommt. Jetzt wissen wir schon auch mit Äthiopien und anderen Ländern, dass über 1 Million Hungernde dadurch zukünftig geben wird. Der Klimawandel wird auch ein ganz, ganz großes Thema werden. Wir sprechen heute von 60 Millionen Flüchtlingen. Die Weltbank geht davon aus, dass bis 2015 allein durch den Klimawandel 200 Millionen Flüchtlinge noch dazu auch kommen werden. Dadurch wird auch ein großes Thema sein für uns. Wir wissen seit heute, dass endgültig das Lager von Kenia aufgelöst werden soll. 380.000 Flüchtlinge. Meine Damen und Herren, 380.000 Flüchtlinge. Das Lager existiert seit über 24 Jahren. Da sind Somalier drin, die haben noch nie Somalier gesehen. Die sind dort aufgewachsen, die haben jetzt schon wieder Kinder. Und die sollen jetzt nach Somalia zurückgebracht werden. Ich weiß nicht, wie das funktionieren wird. Ich glaube, hier ist die internationale Gemeinschaft eine ganz, ganz große Herausforderung, die hier noch auch auf sie zukommt. Wichtig ist,
Ich war sehr dankbar, dass auch die Kinder mit angesprochen werden, diese Lost Generation. Ich glaube, das ist einer unserer größten Probleme, was wir haben. Wir haben immer mehr staatenlose Kinder inzwischen, die auf die Welt kommen. Die Lost Generation Kinder, die aufwachsen ohne Schulbildung größtenteils, sind natürlich für Radikalisierung ein Nährboden sind. Kinder ohne Ausbildung, nichts anderes kennen als Waffen, die in Lagern aufwachsen, sind auch eine Gefährdung für unsere zukünftigen Generationen hier. Bildung, Bildung, Bildung ist das A und O und auch hier in dem Zusammenhang Arbeitsplätze zu schaffen. Bin ich froh, dass die Wirtschaft angesprochen worden ist. Duale Ausbildung, ganz, ganz wichtig. Auch hier sind wir, glaube ich, ist nicht angesprochen worden heute am Podium, aber es ist ein Punkt, wo wir ganz stark mit unterwegs sind. Know-how, Technik, Digitalisierung, alles unwahrscheinlich wichtig. Ich glaube, wir sind der größte Know-how-Träger in die Entwicklungsländer überhaupt. Aber auch wichtig, wir brauchen auch Handwerker, wir brauchen auch Schreiner in diesem Bereich. Und deswegen bin ich froh, dass wir auch unser Programm Cash for Work hier gemacht haben. Wir müssen, sobald die Gebiete befriedet sind, auch in Syrien und im Irak, müssen wir dazu übergehen, die Infrastruktur dort mit aufbauen zu helfen, die Schulen mit aufbauen zu helfen, wieder die Gesundheitszentren mit aufbauen zu helfen. Und das geht nicht nur mit ausländischen Kräften, sondern es müssen die Menschen in diesen Ländern selbst mit tun. Und damit müssen wir jetzt schon präventiv sein, jetzt schon präventiv auch in diesem Bereich hier sie mit aufbauen. Wir haben eine ganz große Aufgabe, auch zukünftig, das ist nicht angesprochen, weil ich es kurz erwähnen. Wir müssen ehemalige Kämpfer integrieren. Das wird eine ganz schwierige Aufgabe sein. Wir müssen die Kämpfer mit integrieren. Wir müssen schauen, dass wir zur Versöhnung kommen, Versöhnungsprinzipien. Wir müssen mit ethnischen Gruppen verhandeln, weil diese Familien, die sich heute teilweise bekämpfen, müssen in Zukunft wieder zusammenleben. Es wird eine der schwierigsten Aufgaben auch in diesem Bereich mit hier sein. Dialog mit Religionsgruppen und viel andere mehr. Also die Herausforderungen werden nicht aufhören, es wird nicht weniger, es wird wahrscheinlich noch mehr werden. Kommunalpartnerschaften, ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt. Städtepartnerschaften kennen wir heute überall, aber Kommunalpartnerschaften, gerade auch im Bereich im Nahen Osten, glaube ich, hilft uns sehr, sehr weiter, weil der Aufbau, der wird nicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren sein. Der Aufbau von diesen Städten wieder, der wird 20, teilweise 30 Jahre wieder sein, bis alle Schulen, alle Gesundheitssysteme, Verwaltungsstrukturen, Steuerverwaltungsbehörden, alles, was damit zusammengehört, dass das wieder so ist, dass die Menschen dort auch wieder eine Zukunft haben mit ihren Familien, ihren Kindern. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich noch einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei unserem Minister bedanken. Lieber Gerd, ich meine es wirklich, dass du heute hier warst. Das gehört dazu, das gehört zum Geschäft, wie man sagt. Aber dass du und dein Ministerium wirklich die wichtigen Schwerpunkte gesetzt habt in eurer Arbeit. Die Schwerpunkte gesetzt habt, die wichtig sind für die Zukunft, damit die Menschen auch Lebensperspektiven auch wieder vor Ort haben. Und das ist auch unsere Aufgabe, die zu schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Nachhauseweg.